Unsere Reise beginnt in Zernetz, im Engadin. Postautofahrer Tino Hohenecker fährt die Strecke fast jeden Morgen. Geschätzte Fahrgäste, ich begrüße Sie auf der Postautolinie 811 nach Müchtermals. Mein Name ist Tino Hohenegger und ich wünsche euch eine angenehme Fahrt. Diese Route führt durch zwei Länder. Sie verbindet die Schweiz mit Italien. Es geht von Zernetz bis nach Malz. Das Postauto schiebt sich über den Ofenpass an den östlichsten Zipfel der Schweiz. Dann geht es vorbei am UNESCO-Welterbe-Kloster St. Johann in Müchtair, bevor die Engadin-Meran-Linie den Bahnhof von Malz in Südtirol erreicht. Das Postauto wird auf seiner Fahrt über 1000 Höhenmeter überwinden. Doch nun geht es erst mal rund 800 Meter bergauf. Das ist mehr eine Reise anstatt einer Linie. Man fährt durch den schönen Nationalpark, man hat es abwechslungsreich, fährt auf den Ofenpass rauf, man hat ein ganz schönes Panorama. Dann fährt man wieder ab in ein wunderschönes Tal, wo sich jeder kennt. Dann fährt man über eine Grenze in ein anderes Land. In Italien, wo das Flair ein bisschen anders ist, bis zur Endstation Malz. Es ist abwechslungsreich und das ist es, was es ausmacht. Tino ist 31 Jahre alt. Er ist in der Gegend aufgewachsen und fährt die Engadin-Meran-Linie seit über 6 Jahren. Unterwegs zu sein hat in seiner Familie Tradition. Ja, ich bin schon als Kind immer über den Ofenpass gefahren. Und mein Vater ist schon immer Lastwagen gefahren und mein Onkel fährt Postauto. Und ich bin immer schon mitgefahren. Und in dem Moment hat es Klick gemacht und ich habe gewusst, ich will das auch machen. Hier gibt es keine Zugverbindung. Über den Ofenpass führt nur diese eine Straße. Für die Einheimischen des dahinter gelegenen Tals ist sie die einzige Verbindung zum Rest der Schweiz und deshalb eine wichtige Route. Ein Besuchermagnet ist die Ofenpassstraße aber auch für viele Touristen. Sie führt durch den Schweizerischen Nationalpark. Mit 170 Quadratkilometern das größte Naturreservat der Schweiz. Auch das macht diese Postautolinie so beliebt. Frühmorgens, hoch auf dem Ofenpass, ist man noch allein mit der Natur. Über Nacht hat es geregnet. Die Wolken hüllen die Umgebung in ein flauschiges Bett. Die im Sommer vielbefahrene Ofenpassstraße ist noch nicht zum Leben erwacht. Von der Postautohaltestelle Stabeltschot gelangt man in den Nationalpark. Kurz nach Sonnenaufgang sind Pia Anderwald und Dominik Gottli unterwegs. Die Biologin und der Parkwächter sind auf Fuchsspurensuche. Die Natur hier steht erst seit Parkgründung 1914 unter Schutz. Vorher diente sie eher als Rohstofflieferant. Wir sind in einer Kulturlandschaft, die vom Menschen sehr stark geprägt ist. Also das heißt, das sagt schon der Name Ofenpass, Il Forn eigentlich. Das kommt von den Schmelzöfen. Überall standen da ganz große Schmelzöfen. Und das heißt also, mit dem Bergbau hat man hier schon eigentlich 1350 sind die ersten Daten, die man weiß, dass da Erz abgebaut wurde. Und zum Erzbauen braucht man Unmengen von Holz. Diese Wälder sind etliche Mal fast komplett abgeholzt worden. Und jetzt ist es natürlich umso schöner zu schauen, wie sich das regeneriert und die ersten Arten wieder Fuß fassen. Wir sollten eigentlich in 400 Jahren wieder zurückkommen und schauen, wie sich das entwickelt hat. Über ein Jahrhundert hinweg haben sich Tiere und Pflanzen die Natur zurückerobert. Und noch mehr Orte erzählen Geschichten von früher.
Auf rund 2000 Höhenmetern liegt die Alp Stubble-Chod. Vor Gründung des Nationalparks wurde sie als Weideland genutzt. Eine Wiederbewaldung ist ausgeblieben. Die freien Flächen ziehen aber auch heute viele Tiere an. Mittlerweile hat sich sogar eine Wölfin im Park angesiedelt. Pia ist mit ihrem Team hier zuständig für die Fuchs- und Kleintierforschung. Was wir spezifisch untersuchen möchten, ist, welchen Einfluss hat die Wiederkehr vom Wolf auf das Ökosystem. Und die eine Linie ist einmal Wolf, Beutetiere, also Rothirsche zum Beispiel oder auch Gämsen und Vegetation. Aber was man nicht vergessen darf, ist, seit mehr als 100 Jahren war jetzt der Rotfuchs der größte Beutegreifer im Park. Und wenn der Wolf wieder zurückkommt, dann hat das wahrscheinlich auch einen Einfluss auf den Rotfuchs. Und da würde man erwarten, dass es natürlich dann auch Einfluss auf direkte Beutetiere vom Fuchs hat. Und das wären eben die Kleinsäuger, das heißt Wühlmäuse, Mäuse. Deshalb haben wir jetzt 16 Stück von diesem Spurentunnel ausgelegt. Da können wir dann auch bestimmen, welche Arten sind vorhanden. Auf Fuchssuche zu sein, heißt für Pia und Dominik auch, auf Fuchskotsuche zu sein. Da, Pia. Hey. Schau da. Sehr gut. Ja, sehr gut. Und verschiedene noch, ha? Vielleicht die zwei, also die zwei, drei kleine dort. Nehmen wir das? Ja, genau. Gut, ich denke auch. Das ist Fuchskot. Den erkennt man eigentlich ganz gut. Sieht ein bisschen aus wie Kot von einem mittelgroßen Hund, aber mit sehr viel Haaren drin. Und oft ist da noch wie so ein kleines Haarschwänzchen dran. Verwechseln kann man das sonst mit Marderkot, der ist aber normalerweise kleiner und vor allem viel dünner. Oder Wolfskot, der aber sehr viel größer ist und auch entsprechend intensiver riecht nach Wolf. Ja, das ist dann schon nicht gut. Durch die Fuchskotanalyse können Sie Rückschlüsse auf die Verteilung der Füchse im Park vornehmen und auch deren Nahrung untersuchen. Kaum kommt die Sonne raus, lassen sich die neugierigen Murmeltiere blicken. Sie fühlen sich auf den Wiesen und Freiflächen sichtlich wohl. Und noch jemand findet Gefallen an der Wärme. Die Kreuzotter. Sie ist die einzige Schlangenart im Nationalpark. Das Weibchen erkennt man an der braunen Färbung. Es ist größer als das Männchen und häutet sich etwa 2 bis 3 Mal im Jahr. Das ist für mich schon ein stattliches Weibchen. Ja. Und natürlich, so im Sommer durch, müssen sie natürlich, haben sie noch einen, zwei Gründe, damit sie sehr viel in der Sonne liegen. Wenn sie eine Maus gefressen haben, dann müssen sie in der Sonne bleiben. Das hilft ihr zu verdauen. Und wenn sie ihre Kleinen drin haben, sie auszubrüten. Sie sind viviparous, wie man sagt, lebend gebärend. Und sie gebären sie eigentlich und zum sie gebären, müssen sie Wärme haben, damit ihre Eier in sich eigentlich ausbrüten. Wenige Minuten später ein Wetterumschwung. Hagel. Dominik und Pia müssen die Fuchsspurensuche abbrechen. 1922 fuhr das Postauto erstmals von Zernetz bis ins Münstertal. Bis heute ist dies die einzige ÖV-Verbindung in der Gegend. Gut, dass die Straße über den Pass im Sommer wie im Winter befahrbar ist. Die Strecke ist auch bei Bikern und Wanderern beliebt. Bikerin Nicole Chenet musste früher regelmäßig mit dem Postauto zur Berufsschule fahren. Das Postauto erinnert mich an die jungen Jahre, als es über den Pass ging. Ich habe dort immer meine Aufgaben noch gemacht oder gelernt. Nächste Haltestelle, Sysomgiwe, Passhöhe, das ist jetzt der höchste Punkt der Linie. Wir sind jetzt auf 2149 Meter. Auf dem Ofenpass beginnt das Valmisteir. Die Heimat von Nicole und Tino. Hier spricht man vor allem Rätoromanisch. Die Menschen kennen und duzen sich. Tino und Nicole sind schon gemeinsam zur Schule gegangen.
Und Nicole, wo gehst du hin? Und Nicole, wo gehst du hin? Ich gehe ein bisschen da oben rüber. Ab der Mund, ab Champatsch. Ein bisschen abschalten. So. Grazie. Ja, allora. Bel di. Meretaia, svo. Ciao, bel di. Ciao. Wo ich es am schönsten finde auf der Strecke ist, wenn man auf dem Ofenpass auf der Passhöhe ist. Das ganze Tal von oben sieht, mit den ganzen Bergen, mit dem Panorama. Je nachdem, welche Jahreszeit es ist. Sind alle Jahreszeiten schön da. Dass man das Gefühl hat, in diesem Tal wohne ich. Da bin ich daheim. Die Passhöhe ist Tinos Lieblingsort. Hier hat er geheiratet. Hier kann er auf sein Tal blicken, das Val Mistair, auf Deutsch Münstertal, italienisch Val Monastero. Von der restlichen Schweiz weiter entfernt als das nahegelegene Italien. Doch dazu später mehr. In den Bergen hat der Sommer begonnen. Dank des milden Klimas entdeckt man selbst auf über 2000 Metern eine artenreiche Flora. Nicole ist oberhalb der Postautoroute, nahe Alp d'Amont, unterwegs. Val Mistair sind meine Wurzeln. Da fühle ich mich daheim. Wenn ich hier allein unterwegs bin zum Biken, da fühle ich mich frei. Es ist ein bisschen wie über den Boden zu fliegen und gleichzeitig doch die Natur zu spüren und die Landschaft zu genießen. Um mit dem Weg oder den Steinen ein bisschen zu spielen. Und ich kann so am besten abschalten nach einem langen Tag. Die Gegend rund um das Val Mistair war immer ein sagenumwobener Ort. Bei diesen Sanddolinen, so erzählt man sich, lebten einst feenhafte Wesen, die Dialen. Sie halfen den Bauern, wo sie konnten. Doch als eines Tages jemand ihre schönen Leintücher stahl, waren die Dialen so empört, dass sie für immer verschwanden. Viele Menschen meinen, wir wohnen abgelegen, im hintersten Eck von der Schweiz. Wir nennen es eigentlich das Herz der Alpen. Und genau im Mittelpunkt, dort wo es am schönsten ist. Wir finden hier endlos viele Trails, gute Menschen und die schönste Landschaft. Nicole ist im Val Mistair aufgewachsen und fühlt sich der Gegend verbunden. Deshalb hat sie sich der Reitler Val angeschlossen, der ersten Bikeschule der Region. Ich muss nicht reich werden. Ich bin reicher, wenn ich draußen in der Natur, an einem schönen Ort wohne, wo meine Familie daheim ist, wo ich mich wohlfühle. Und jetzt mit Reitler Val kann ich das Hobby zum Beruf machen. Und für mich ist es gar nicht das Arbeiten, sondern das Glücklichsein in der Natur. Mit Menschen Zeit verbringen, ihnen die Landschaft zeigen. Mehr brauche ich nicht. Das ist für mich anders reich sein, anstatt reich mit Karriere. Für Tino und das Postauto geht es jetzt die Serpentinen ins Tal hinunter. Ab Ofenpasshöhe sind es über 400 Höhenmeter bis zum ersten Dorf. Ja, es hat viele Herausforderungen. Es ist im Sommer viel Verkehr. Man muss immer bei der Sache sein. Es sind viele Fahrräder und Motorräder da. Viele Kurven, enge Stellen. Wir sind jetzt da in der Gemeinde Val Mistair,
Das erste Dorf heißt Cierv, dann kommt Fudera, Valciava. Das Tal ist etwa 20 Kilometer lang und zählt ca. 1400 Einwohner. Die insgesamt 6 Dörfer sind seit 2009 in der Gemeinde Valmisteir vereint. Ein abgeschlossener Mikrokosmos. Hier liegt auch der Naturpark Biosfera Valmisteir. Nachhaltigkeit wird großgeschrieben. Die meisten Landwirte produzieren inzwischen auf biologischer Basis. Da das Tal klimatisch vom Süden beeinflusst wird, kann man bis auf 1900 Meter Höhe Ackerbau betreiben. Davon profitieren auch Luciano und Gisela Beretta, die hier eine Brennerei haben und den hiesigen Bio-Bergweizen und die Biogerste verwenden. Da siehst du jetzt genau den Unterschied von Bio zu einem Acker im Flachland ohne kein Glyphosat, nichts. Also alles Beikraut wächst, alles mit Blumen, alles zusammen. Klee, das ist ja das Schöne und das ist auch das, was du nachher schmeckst, der Unterschied. Ah, ja. Die Stärke von dem Geschmack. Was würden wir machen ohne Korn, ohne Bergweizen? Kein Schnaps. Bio-Swiss Bergweizen von Cher. Schnaps, muss korrigieren, Brandwein. Kein Brandwein. Kein Likör, kein Eingelegte, kein Whisky, kein... gar nichts. Die Gegend ist in vielerlei Hinsicht besonders. Sie ist Teil des UNESCO-Biosphärenreservats Engiadina Valmisteir. Nahe Cierv entspringt der Rombach. Der einzige Haupttalfluss der Schweiz, der nicht zur Stromnutzung dient. Er wird die Postautoroute von nun an begleiten und zieht sich parallel zur Strecke wie eine Lebensader durchs Tal. Die Sommer sind kurz in den Bergen. Der Schnee bleibt bis in die Sommermonate liegen. Luciano und Gisella müssen manchmal lange warten, bis sie die nächsten Zutaten ernten können. Siehst du doch, hä? Nein! Wohl! Lucio! Doch, Lisi! Lucio! Ich habe schon graue Haare. Die Welt fliegt. Du, gell, du. Die brauchen wir. Also nur Blüten, die da. Je nach Saison suchen wir bestimmte Pflanzen für bestimmte Produkte. Wir kaufen nichts. Man kann eigentlich viele dieser Aromen, die du siehst, kann man heute chemisch herstellen. Von Kümmel bis Anis bis bestimmte Blumendüfte. Und das machen wir nicht. Und beispielsweise brauche ich wilden Thymian und wilden Salbei brauche ich für viele unserer Produkte. Einfach als, du merkst ihn nicht, du kannst ihn nicht rausriechen. Aber wenn er fehlt, dann fehlt einfach was. Er muss dann da sein. Und ich muss aber warten, bis er reif ist, bis ich ihn finde. Hier ist noch ein kleiner Schachtelhand. Wenn du so willst, destillieren wir das Tal und tun es in die Flasche. Wir möchten, dass die Leute die Aromen dieses Tals, nicht nur die frische Luft, der Geschmack der Erde, des Waldes, der Flora, dass sie das mitnehmen. Die moderne Brennanlage wird mit Holz befeuert. Zeit und Geduld spielen für Luciano und Gisella eine wichtige Rolle. Die Maische, ein Mehl-Wasser-Gemisch, ist Grundlage für ihre Produkte. Ich habe jetzt 23, das ist perfekt. 23 Öchsle. Zucker. Zucker abgebaut, Alkohol parat, rein in die Brennblase. Bio-Berggetreide und Quellwasser aus dem Tal wurden schon vor rund 3 Monaten erhitzt. Die sogenannte Maische dann in Fässern Natur vergärt. Ist die optimale Gärung erreicht, wird es Zeit zu destillieren. Die Maische ist rein und dann kocht die Maische. Das heißt, wir trennen der Wasserdampf, Alkoholdampf, Geschmack und Aroma, das muss in die Flasche.
Dann geht der Dampf oben, wird abgekühlt, aber nicht zu viel. Das ist auch ein Geheimnis. Dann geht der Dampf rüber, kommt hier, wird kondensiert. Und hier, was rauskommt, ist richtig gesagt Branntwein. Oder auf Romanisch ist Minars gebrannter Wein. Der Branntwein ist die Grundlage für ihre Produkte. 36 Brände und Liköre fertigen Luciano und Gisella. Die meisten sind goldprämiert. In der kleinen Brennerei finden auch Verkostungen statt. Heute sind Familie und Freunde zum Probieren da. Unser Postauto bringt uns 50 Personen, wenn es voll ist. Jede Stunde. Aber es ist nicht immer voll. Unser Postauto ist unser Leben. Ja. Es bringt uns auch Leute. Und das sind genau unsere Kunden. Die es schätzen, die der Natur Sorge tragen wollen, die die Ruhe genießen, nicht Rambazamba, und wandern oder biken möchten. Und die kommen mit dem ÖV. Gisella serviert ihren Gästen heute einen Bachelor Sour mit Arvenzapfenlikör, Zitrone, Blumen und Sekt. Wir brennen für dieses Tal. Diese Natur muss geschützt werden, sie ist einmalig. Die ganze Natur ist einmalig. Aber hier, was man hier erlebt und sehen kann, das muss geschützt werden. Sie ist unser Lebensraum, unsere, wenn du so willst, unsere Fruchtblase. Ohne könnten wir nicht mehr. Wenige Kilometer weiter liegt das Dorf Fuldera mit seinen knapp über 100 Einwohnern. Dort ist der 31-jährige Tino aufgewachsen. Und eben dort wohnt er heute mit seiner Frau Angela und Söhnchen Alessio. Die Arbeit verbindet einen mit dem Ort, wo man lebt. Auf der Ofenpasshöhe, Sisom Gewe, ist ganz ein schöner Ort. Fuldera ist auch ein schöner Ort. Da bin ich auch aufgewachsen. Ich kenne jeden. Dann sehe ich meine Familie viel, wenn sie auf dem Balkon sind oder auf der Terrasse. Das gibt Freude, da zu arbeiten, wo man Familie hat. Freude, dass man arbeiten kann, wo man Familie hat. Oberhalb der Postautoroute ist Jatschen Andri Planta mit seinen Eseln und Kindern aus dem Tal unterwegs. Sie wollen die Tiere zur Almwiese hochbringen. Jatschen Andri ist Esellandwirt und Bergführer. Er besitzt 37 Esel. Der Esel überlegt die ganze Zeit, ist das gut für uns zwei? Ist das gut für mich und für dich? Und wenn etwas nicht passt, dann bleibt er stehen. Und das ist natürlich gut. Denn ein Pferd, der springt weg und der Esel sagt, nein, wir müssen einen anderen Weg nehmen. Und das ist das Schöne am Esel. Jeder der Esel hat einen Namen und jedes Tier seinen ganz eigenen Kopf. Die Tiere geben Acht aufeinander und genießen die Zuwendung der Kinder. Man muss halt schon schauen, dass auch für das Tier gut ist. Also nicht nur, dass es für den Mensch gut ist, damit man wie so ein bisschen mit dem kommuniziert. Wenn er zu schnell geht, dann muss man so machen. Dann geht er wieder ein bisschen. Und wenn er stur ist, dann muss man einen Kreis machen und nachher weitergehen. Wir wissen, wie sie ticken. Wir wissen, von was sie Angst haben. Wir wissen, ob sie lieber in Gruppen sind zum Reiten oder so, oder lieber alleine. Und mit wem sie am liebsten sind. Für Jatschen Andri sind die Esel wertvoll. Sie sind nicht nur friedlich, sondern auch vielseitig einsetzbar.
Es ist etwas Spezielles, es ist schon speziell. Man hat Agrotourismus, man hat die Esel zum Herdenschutz gegen Bär und Wolf, wo die Schafe sind. Man hat die Esel zum Biotoppflege. Und das ist ein Privileg, hier im Münstertal ein bisschen Land zu haben und mit diesen Tieren zusammenleben zu können. Es geht weiter durch die schmucken Dörfer des Walmischdeier. Sprachlich sind die Menschen hier dem Unterengadin zugewandt. Es tönt der rätoromanische Dialekt Jauer. Viele Häuser sind verziert mit Sgraffito-Ornamenten. Santa Maria wartet eine der zwei engsten Abschnitte der gesamten Strecke auf Postautofahrer Tino. Man muss überall aufpassen, überall konzentriert bleiben. Wo es wirklich eng wird, ist in Santa Maria oder in Glurms. Da muss man sich noch mal ein bisschen mehr konzentrieren. Aber sonst muss man auch immer konzentriert bleiben. Das Dorf Santa Maria liegt im mittleren Tal. Rund 300 Menschen leben hier. Das Charakteristische? Bereits von der Straße aus hört man ein lautes Klappern. Jeder Webstuhl erzählt eine Geschichte, jeder Webstuhl hat eine Geschichte und viele, viele Weberinnen sind da gesessen und haben gelacht, geweint, gewoben. Und oft habe ich mir gedacht, das ist ein bisschen wie ein Orgelspielen, wegen der Tritte, dass man so die Tritte bewegt. Und wirklich, jeder Webstuhl hat einen anderen Klang und jede Weberin klingt anders. Direkt an der Postautoroute liegt eine der drei letzten Handwebereien der Schweiz, die Tessander. Das Handwerk wird hier von Generation zu Generation weitergegeben. Manch ein Webstuhl erzählt hundertjährige Geschichte. Das Weben ist für mich Leidenschaft und ich mache das jetzt schon seit ich Kind bin. Ich habe es ja von meiner Mutter schon gelernt. Für Martina Marcona Moser ist es ein besonderer Tag. Sie hat ein neues Produkt gewoben, einen großen Foulard. Der soll heute das erste Mal begutachtet werden. Ich habe immer gewisse Anspannung, bis ich das Gewebe zum ersten Mal ausschneide und es messen kann, es vergleichen. Und wenn es so in der Hand liegt oder sich anfühlen darf. Gemeinsam mit Geschäftsleiterin Maja Repele kontrolliert Martina den neuen Foulard. Verwebt wurden nur ausgewählte Naturgarne, Seide, Baby-Kamelhaar und Kaschmir. Wochenlang haben die Frauen auf diesen Tag hingefiebert. 1,31 Meter und in der Breite? 26,5. Okay, dann kannst du weiterweben und wir geben das Lisa, kann sie das schneiden, nähen, waschen, Waschtest und dann sehen wir, wie sich das verhält und machen wir weiter. Das ist jetzt der erste Moment, wo wir das Gewebe in den Händen halten können und man weiß nie so genau, wie entwickelt sich ein Stoff, mit welchem welchem Garn und wie sind die Farbkombinationen. Wir haben da nicht groß gemustert, wir haben einfach das Garn gekauft und gedacht, diese Farbkombinationen würden zusammenpassen. Und jetzt sehen wir das zum ersten Mal. Das kann man noch besprechen, was man schön findet, wenn es mal fertig ist.
Sie finden es schön. Bei uns gibt es keine synthetischen Stoffe. Und Handweben ist eben ein sehr altes und aufwendiges Handwerk. Und ein Webstuhl einzurichten dauert 25 bis 40 Stunden. Und erst dann kann mit dem Weben begonnen werden. Das ist alles sehr viel Know-how, das auch nicht in Büchern vorhanden ist. Das ist in den Köpfen der Weberinnen. Die Handweberei Tessander wurde 1928 mit dem Zweck gegründet, den Frauen im einst armen Bergtal die Möglichkeit zum eigenen Verdienst und eine Ausbildung zu bieten. Auch heute arbeiten noch ausschließlich Frauen in der Weberei. Die jungen Menschen müssen für weiterführende Schule und Studium das Tal verlassen. Einige kehren danach nicht mehr zurück. Anders war es bei Joanna Hohenegger. Ich wollte hier im Tal bleiben und etwas Kreatives machen. Und es ist schwierig, hier eine Stelle zu finden, wo man handwerklich als Frau arbeiten kann. Und dann habe ich geschnuppert und das hat mir sofort gefallen. Das ist ein Zettelbaum. Hier werden die Fäden aufgedreht zu einer Kette. Die ist jetzt aufgeteilt, immer 5 Meter eine Runde. Und hier müssen wir ein Fadenkreuz machen, die Faden ordnen, damit wir nachher am Webstuhl keine Probleme haben, dass keine Knoten entstehen oder dass wir einfach dann exakt arbeiten können. In der Weberei arbeiten Frauen aus Graubünden und Südtirol Hand in Hand. Nino fährt jeden Morgen über die Landesgrenze in die Schweiz. Man kann nicht ein Tal trennen. Den Tal gehört zusammen. Und es ist schön, wenn die Menschen haben die Möglichkeit, durch den Postauto oder so, den Tal wirklich zu erleben. Wenn das Walmischteir morgens erwacht, herrscht friedliche Stille. Das Leben hier spielt sich rund um den Rombach ab. Er ist Lebensader. Wie auch die Postautoroute, die sich Seite an Seite mit ihm durchs Tal schlängelt. Über 200 Kilometer legt Tino hier jeden Tag im Postauto zurück. Man fühlt sich stolz. Man kann ein großes Postauto feinfühlig fahren. Das gefällt mir gut. Die Leute, die mitfahren, klatschen. Man bekommt Komplimente. Das macht einen stolz. Ende Juni steht der Almauftrieb an. Ein paar Wochen später als sonst. Der Winter war streng und schneereich. Über die Umbreil-Passstraße geht es hoch ins steile Gelände. Landwirtschaft spielte immer eine große Rolle im Münstertal. Dank dem südlichen Klima kann noch auf 2600 Meter über Meer geweidet werden. Neben Getreideanbau und Rinderzucht spielt die Milchproduktion eine wichtige Rolle. Diese Kühe werden erst im Herbst ins Tal zurückkehren und bis dahin auf Almwiesen in den Bergen unterwegs sein. Die Kühe, die Richtung Alprasura in die Berge ziehen, kommen aus Santa Maria und vom Kloster St. Johann. Das Weltkulturerbe-Kloster ist das Wahrzeichen des Tals und steht im Hauptort Müstair, am östlichsten Zipfel der Schweiz. Sie trägt das Böse nicht mehr, sie freut sich nicht über das Unrecht. Hier begegnen sich benediktinischer Alltag, Kulturpflege, Kunst und Forschung.
Die Kirche beherbergt den größten und besterhaltenen Freskenzyklus aus dem Frühmittelalter. Der Legende nach gründete Karl der Große das Kloster 775, nachdem er auf dem Umbrailpass in einen Schneesturm geriet und nur knapp mit dem Leben davonkam. Seit dem 12. Jahrhundert ist es Frauenkonvent. Seit 1983 zählt es zum UNESCO-Weltkulturerbe. Schwester Birgitta ist morgens die Erste in der Kirche. Das macht mir auch Freude, für den lieben Gott so vorzubereiten, weil es ist überwältigend, einfach das Erste, wenn man hier zur Kirche kommt, weil die Ruhe ist da und eben man hat den lieben Gott ganz alleine für sich. Die letzten Hüterinnen des Klosters sind 9 Schwestern. Sie arbeiten, beten, leben im Kloster. Schwester Birgitta ist für die Sakristei zuständig. Die Kerzen, nämlich die einfachen, weil die alten Kerzenständer sind teils im 17. Jahrhundert oder so und auch 18. Und die kann ich nicht einfach so machen. So habe ich tagsdurch die einfachen Kerzenständer und morgen habe ich dann wirklich die schönen. Schwester Domenica spricht Rätoromanisch. Auch das Vaterunser betet sie in ihrer Heimatsprache. Amen. Ich bin hier in Steyr aufgewachsen und schon als kleines Kind mit den Eltern hierher gekommen. Und dann all die Jahre in der Schulzeit. Und ich bin immer glücklich gewesen, hier an diesem Ort von Kindheit an auf und jetzt auch als Klosterfrau. Ist wie eine Heimat. Und dieses Kloster, diese Kirche selber habe ich auch lieb. Einfach lieb, wie man so eine Mutter liebt. Die Kirche bildet zusammen mit Kirchturm und dem Planterturm mit seinen hohen Schwalbenschwanzzinnen die unverkennbare Silhouette von Müsteyr. Schwester Domenica war 25 Jahre alt, als sie ins Kloster eintrat. Ihr Lieblingsort, damals wie heute, ist das Fenster mit Blick gen Südtirol, oben im Planterturm. Manchmal bin ich am Sonntag nach dem Gottesdienst da herauf. Das war da so still. Und wenn ich da oben sitze und hinausschaue, sehe ich mein Elternhaus. Und da habe ich, ja besonders am Anfang hatte ich Heimweh, habe ich hinausgeschaut und gedacht, ja, wo sind Sie jetzt? Oder sind Sie in der Küche, sind Sie in der Stube? Und es war doch noch ein Heimweh in mir drin. Und habe mir schon gedacht, wie erleben die das, dass ich jetzt nicht mehr draußen bin. Aber ich erlebe es am Anfang ganz schmerzlich. Noch bis ins 20. Jahrhundert waren in diesem Wehrturm die Schlafräume der Novizinnen untergebracht. Schwester Domenica spaziert gerne durch die uralten Gebäude und weiß noch, wie hin und her gerissen sie war, als sie vor über 50 Jahren ins Kloster eintrat. Das ist zuerst ein Schmerz und nachher eine Freude. Da findet man Erfüllung und ich wollte ja immer in einer Gemeinschaft sein. Ich habe mir oft gedacht, wenn ich jetzt heiraten würde, dann muss man ja mit einem Mann zufrieden sein. Und mehrere Männer darf man nicht haben. Also was gibt es denn noch für Alternativen? Habe ich so gedacht. Da war dann eben dieser Ruf da, ja, das Kloster. Das Kloster ist wie eine Wüste, wo man sich zurückziehen kann. Bei mir ist das alles gut gegangen. Auch die Gemeinschaft hat gestimmt für mich. Thank you.
Fährt man auf der Postautoroute weiter, so erreicht man schon nach etwa einem Kilometer die Grenze zu Italien, Südtirol. Ich könnte mir nie vorstellen, von hier wegzugehen, weil hier ist meine Arbeit, meine Familie, meine Freunde. Da bin ich aufgewachsen und da fühle ich mich wohl. Man hat alles, was man braucht, und man hat noch mehr als das, was man braucht. Man hat seine Heimat da. Wir sind jetzt an der Grenze zu Südtirol, Italien. Ich mache darauf aufmerksam, dass in Italien Sicherheitsgurttragepflicht ist. Besten Dank. Das Münstertal verbindet den Schweizer Kanton Graubünden mit dem Finchgau. Der größere Teil des Tales liegt auf Schweizer Boden. Lediglich die Gemeinde Taufers, auf ca. 1200 Meter über dem Meeresspiegel, gehört zu Südtirol. Hier, oberhalb der Postautoroute, treffen wir Handweberin Nino wieder, die mit Schmetterlingsscanner Hans-Urli Grunder und einem Freund, Bernd Christandl, unterwegs ist. Hier findet sich auf kleinem Raum am sonnigen Hang eine einzigartige Tier- und Pflanzenwelt. Ein wahres Schmetterlingsparadies. Der Turnauner Schuttkegel ist der letzte weitestgehend unberührte Schuttkegel im Finchgau. Eine Hinterlassenschaft der geschmolzenen eiszeitlichen Gletscher. Schmetterlinge haben immer die Tendenz, hochzusteigen. Mhm. Und darum muss man das Netz, wenn man ein Tier gefangen hat, muss man immer hochhalten, weil sonst würden die oben rausfliegen. Also hält man das Netz hoch, muss man mit diesem Becher rein und dann muss man schauen, dass man ihn dann nicht beschädigt. Und dann ist er hier drin. Und dann muss man schauen, dass er sich nicht beschädigt oder rausgeht. Weil viele Bläulinge haben am Saum ja da viel stärkere Punkte. Der hat praktisch nichts. Das ist ein Männchen. Die Männchen sind eben so schön himmelblau. Das Weibchen ist eher unscheinbar braun. Die Fransen sind außen ganz fein mit schwarzen Strichlein. Und darum ist er leicht zu erkennen. Der Zahnflügelbläuling ist ein seltener Bläuling. In der Schweiz nur in wenigen Gegenden zu finden. Der Weg führt an einem sogenannten Wal entlang. Diese Wasserläufe dienten früher zur Bewässerung der Felder. Heute tummeln sich hier vielerlei Tier- und Pflanzenarten. Es ist die Kombination aus Trockenbiotop, und zwar völlig ungenutztem Trockenbiotop, felsdurchsetzt mit sehr vielen interessanten Pflanzen. Dann haben wir hier das Wasser und dann weiter unten, wenn man da runterschaut, da kommt dann Laubwald, es kommen interessante Baumarten, interessante Straucharten. Und das Münstertal ist ja gegen Süden eigentlich eben ohne Pass verbunden. Und ich denke, da gibt es eben sehr viele südliche Arten, die da das Winschgau hochkommen, dann den Eingang finden ins Münstertal und hier halt dann ihren Lebensraum finden. Ist im Oberfinchgau aufgewachsen. Es ist ein tiefes Gefühl. Wir sind als Kinder oft sonntagnachmittags zum Spazieren oder Kastanienbraten hergekommen und auf den Bäumen herumgeklettert. Ja, man kann es nicht beschreiben, aber man fühlt sich schon verbunden. Man kann es nicht beschreiben, aber man fühlt sich schon verbunden damit. Bernd und Nino engagieren sich hier gemeinsam für eine Initiative zur Erhaltung der Naturlandschaft. Hier im Münstertal habe ich so irgendwie eine Ruhe gefunden. In diesem Tal, in dieser Geschichte, in den Landschaften, diese Wahlwege, die erzählen Geschichte. Die ganzen Häuser sind, die meisten Häuser sind alt. Wir reden nicht von so kleinen Wohnungen, 500 Jahre alte Häuser. Und alles erzählt etwas. Und das fasziniert mich.
Schmetterlingsliebhaber Hans Urli beobachtet nicht nur die Tagfalter, sondern auch die Nachtfalter. Er hat über Jahre hinweg an seiner Ausrüstung gefeilt und sie immer weiter perfektioniert. Grundsätzlich ist es so, dass die Tagfalter nachts nicht aktiv sind. Du wirst ganz selten einen Tagfalter am Licht finden. Es gibt aber trotzdem viele Nachtfalter, die auch am Tage aktiv sind. Aber jetzt kommen eigentlich ausschließlich nachtaktive Nachtfalter. Und das Licht ist schon speziell ausgerichtet, dass es Insekten anzieht. Das heißt, es hat einen hohen Ultraviolettanteil. Das ist für Insekten sehr attraktiv, für uns nicht sehr gesund. Also man sollte nicht zu lange in diese Leuchten reinschauen. Seit über 50 Jahren sammelt Hans Urli Schmetterlinge. Über 1000 Arten hat er allein im Val Misteir entdeckt. Inzwischen arbeitet er auch mit der ETH Zürich zusammen. Heute zeigen sich der kleine Weinschwärmer, der schwarze Bär oder der Brombeerzünsler. Doch dann entdeckt Hans Urli einen Falter, den er hier noch nie gesehen hat. Ein Schlehenbürstenspinner, wie sie später herausstellt. Seit 1942 wurde der in dieser Gegend nicht mehr nachgewiesen. Und du hast den Post zu viel gedacht. Ja. Ja, schön. Also das ist ein Tier, das ich natürlich mitnehme. Das lasse ich jetzt nicht hier. Aber ich fotografiere immer zuerst noch, weil eben nicht. Also natürlich, wegen dem geht man natürlich auch raus, dass man solche Belege dann wirklich auch registrieren kann. Ich kann natürlich dann überall erzählen, ich hätte den und den gesehen. Sagen, ja, ja, kann ja jeder erzählen. Oder? Und wenn du natürlich ein Belegexemplar hast, dann hast du das eben. Oder? Ja, das ist gitterspannend. Wir verlassen das Münstertal und fahren weiter durchs Finchgau. Das Ende der Postautoroute nähert sich. Im Tal wird das Klima mediterraner. Kurz vor Ende der Route geht es durch die alten Stadtmauern von Glurns. In der kleinsten Stadt Südtirols herrscht südliches Flair. Ringmauer, jahrhundertealte Bürgerhäuser und enge Gassen versprühen mittelalterlichen Charme. Für das Postauto folgt der heikelste Punkt der Strecke. Wo es wirklich ganz eng ist, ist die kleine Stadt Glurns. Das Glurnser Tor. In dem Moment muss man sich hundertprozentig fokussieren. Langsam durchfahren. Unsere Reise geht zu Ende. In wenigen Minuten wird das Postauto die Endstation in Malz erreichen. Nach 1,5-stündiger Fahrt und gut 50 Kilometern. Die Schweiz und Italien. Verbunden über einen Pass und durch ein Postauto.
Beim Schweizer Postauto gibt es einfach nur Fahrer. Und Fahrer mit höheren Weihen. Gerry Inniger gehört zu Letzteren. Wir sind rund 40 Angestellte und rund 20 fahren nach Grisalp. Weil das die einzige Strecke ist, die freiwillig ist in unserem Betriebshof. Man muss nicht fahren, man darf fahren. Direkt unter der Bergikone Niesen geht es los. Von Reichenbach auf die Grisalp. Die steilste Postautostrecke Europas kommt erst ganz zum Schluss. 2 Kilometer geht es mit sagenhaften 28% Steigung bergauf. 5-mal am Tag fährt der berggängige Kleinbus sie rauf und wieder runter. Die Fahrt durch das Kiental beeindruckt Gerry immer wieder. Ein Stück heile Welt, ein Stück Heimat. Wo alle irgendwie dazugehören, wie zu einer Familie. Also hier im Tal oder in der ganzen Gegend, sag mal von Eschi bis Richtung Adelboden-Kandersteg, kenne ich wirklich sehr, sehr viele Leute. Lukas von Kennel ist einer aus der Kiental-Family. Er fährt die Strecke wie Gerry fast täglich, allerdings mit Muskelkraft. Er hat einen ungewöhnlichen Job, für den er Kondition braucht. Der Lukas, der Strahler, das ist ein, wie soll ich sagen, ziemlich wilder Typ. Ich glaube, der ist immer mit dem Rad unterwegs. Der im Auto da hochfahren gibt es für den fast nicht. Was in den Rucksack geht, wird so transportiert. Gerry ist froh, dass bei ihm ein 100 PS Dieselmotor die Arbeit macht. Dann kann er auf wichtige Signale achten. Das Wetter birgt hier oft Gefahren. Wenn sich der Niesen zum Beispiel in Wolken hüllt, soll das ein schlechtes Zeichen sein. Das meint zumindest Niklaus Weffler. Er ist der Wegmeister der Postautostrecke und Wetterexperte, der den Niesen zu lesen weiß. Hat der Niesen einen Degen, kommt das gleich mit Regen. Hat der Niesen einen Hut, dann wird das Wetter gut. Im Moment fast eher einen Hut, aber er hat ihn ziemlich weit heruntergezogen. Ständig im Kiental unterwegs ist die Pflanzensammlerin Rahel Witwer. Auch sie beobachtet das Wetter. Denn allein das Wetter bestimmt, was sie jeweils ernten kann. Zu jeder Jahreszeit hat es unterschiedliche Kräuter und Blümchen. Und ich suche nie spezifisch ein Kraut, sondern ich schaue, was es mir zu bieten hat und was ich damit machen kann. Scheinbar ist es eine Postkartenwelt, durch die das Postauto unterwegs ist. Aber die Natur hat auch bedrohliche Seiten. Gerade gab es heftige Unwetter. Besonders eine Passage kann dem Postauto da gefährlich werden. Dass etwas nicht stimmt, sieht Gerry zuerst an der grellorangen Warnkleidung von Wegmeister Niklaus Weffler. Diesen Sommer macht er die Absperrung nur noch provisorisch fest. Zu oft spülen die Unwetter Schlamm und Geröll herunter. Dieses Jahr ist wieder alles lose und bei jedem Unwetter kommt wieder. Dann müssen wir wieder eine Periode haben, 1-2 Monate, wo es keine Unwetter mehr gibt. Und wenn es wieder abtrocknen kann, dann ist dann vermutlich wieder gut. Normalerweise kommt hier gar kein Wasser. Ja, kommt jahrelang kein Wasser und dann, wenn es dann wieder losgeht, ja, das ist die Natur. Salut, Klaus. Oh, mir pflegen die Leute drauf. Ja, aber jetzt ist schon mal gut, kannst du mal fahren. Hast du im Griff? Das ist nie alles gut. Die beiden haben viel miteinander zu tun. Erst vor ein paar Wochen gab es so heftigen Regen, dass Niklaus nicht mehr nachkam, die Straße an einem Tag freizuräumen. Wenn es halt oben ein Unwetter gibt, dann kommt plötzlich aus irgendeinem Graben oder aus irgendeinem Bächlein so viel Material. Wir mussten einen Umweg fahren und bis Montagmittag haben die Baumaschinen alles wieder sauber gemacht und weggeräumt. Danke vielmals. Ja, ich wünsche einen guten Tag. Ja, merci. Salut. So lieblich die Landschaft hier wirkt, die Naturkräfte, die auf sie wirken, sind massiv und verursachen einen stetigen Wandel. Besonders die Dschingellandschaft fasziniert Gerry.
Jingle. Auch sie ist die Hinterlassenschaft eines Bergsturzes. 1972. Seitdem ist hier ständig alles in Bewegung. Früher mal war es eine schöne große Alp, grüne, saftige Wiesen. Und dann kam der Bergsturz, dann wurde es zum Jinglesee. Und jetzt ist es halt diese Mondlandschaft. Lukas der Strahler genießt die Strecke am Jingle, weil sie mal flach ist. Er hat als Kind noch im See gebadet, bevor das Geschiebe vom Gletscher ihn zuschüttete. Jedes Jahr sieht es ein bisschen anders aus. Da waren nie Bäume und jetzt langsam sind da wieder Bäume am Wachsen. Und einfach jedes Jahr wieder ein neues Spektakel. So schnell sehe ich sonst nirgends, wie jetzt sich verändert die Natur. Und hier kann man, wenn man hier lebt, kann man es eins zu eins miterleben. Hinter dem Jingle geht es steil bergauf. Dort, wo nur die letzten 2 Kilometer der Postautostrecke hinführen, warten die Siebers auf die täglichen Wandergäste. In ihrem Hotel am Waldrand lebt die Familie ganz im Rhythmus des Postautos. Und dem ihrer 4 Kinder. Die sind immer dabei. Wer bei ihnen einkehrt, gehört gleich mit zur Großfamilie. Ich denke, es ist einfach eine ganz andere Situation, ob man in die eigenen 4 Wände das Leben lebt oder ob man einfach immer muss schauen, okay, sind Gäste da, was muss ich machen? Darf ich laut sein, darf ich nicht laut sein? Sie realisieren sich einige Sachen besser, denke ich, ja. Es kommen natürlich auch immer Kinder vorbei und so lernen sie wieder spontane Kontakte zu machen. Das Traditionshotel haben die Siebers 2011 übernommen. Ein Leben im Saisonbetrieb. Also, es ist ja immer absehbar, es ist nur eine Sommersaison. Also, im Herbst ist das wieder vorbei. Es sind einfach 180 Tage, 7 Tage. Und dann ist es im Winter ein bisschen ruhig. Wir sehen das. Also, wir freuen uns, wenn die Saison fertig ist. Aber wir freuen uns auch immer, wenn es wieder losgeht im Frühjahr. Im Winter arbeitet Bruno Sieber als Schlagzeuger unten im Tal. Im Sommer ist er Koch, Restaurantleiter und Hotelchef. Als Holländerin ist Mareike eigentlich an Flachland gewöhnt. Die Berge möchte sie nicht mehr missen. Im Frühling dann kribbelt es auch wirklich. Wir haben eigentlich normalerweise im Sommer so von Anfang Mai oder Ende April bis Ende Oktober wohnen wir hier. Und dann ein, zweimal in die Woche bin ich unten im Tal. Trotz all dem Arbeiten und dass man eigentlich keine Freizeit mehr hat, das irgendwie ist mega schön, ja. Gary ist an der steilsten Postbusstrecke Europas angekommen. Die 2 Kilometer mit 28% Steigung liegen vor ihm. Rund um den Gamchibach windet sich die Strecke. Auf dem ersten halben Kilometer stürzt er sich fast senkrecht in die Tiefe. Dazwischen wild schäumende Strudeltöpfe. Hexenkessel nennt der Volksmund sie. Der Lieblingsplatz von Kräutersammlerin Rahel. Hier soll Storchenschnabel wachsen. Mit dem Wandern habe ich die Region, die Schönheit, die Natur hier entdeckt. Und dann eben auch achte ich mich auf Pflänzchen, auf Tiere, was wo wächst. Und so habe ich hier die ganze Gegend, das ganze Chiemtal, die Grisalp entdeckt. Ursprünglich komme ich aus einem ganz anderen Bereich, habe mich dann gesundheitlich damit befasst, was gut tut, was nicht gut tut. Und das erweckt in mir das Interesse, mich auch mit der Natur zu befassen, wo was wächst und zu welchem Zeitpunkt. Wie eine moderne Kräuterhexe ist sie immer auf der Suche nach Pflanzen für ihre Rezepte. Früher sagte man eben, der Storch kinderbringend. Also wenn jemand gerne Kinder hätte oder gewollt hätte und dann klappte es nicht,
verabreichte der Arzt eben diesen Storchenschnabel-Tee. Und dann das hat ein gewisses Hormon, das es auslöst und hilft, schwanger zu werden. Warum bringt es den Storch? Storchenschnabel. Neben den gesunden Säften produziert Rahel Chutneys, Pestos, Eingelegtes aus Wildnis und Garten für ihren kleinen Delikatessenladen. Ich mag einfach, wenn es natürlich ist. Ich mag die verschiedenen Nuancen, weil man dann die Region meiner Meinung nach irgendwie im Glas hat. Und das Erfrischende, das Natürliche und auch das Saisonale, das liebe ich. Weil dann kann ich im Frühling das Frische vom Boden nehmen und im Herbst dann eben die herberen Sachen. Und das gibt Abwechslung und macht Freude. Der Hexenkessel inspiriert die Menschen der Region seit Jahrhunderten. Lauter Mythen und Sagen versuchen die Wunder einer Natur zu erklären, deren Urgewalten für Menschen oft bedrohlich werden. Die Gefahren der Postautostrecke regelt das eidgenössische Straßenverkehrsgesetz. Für Autos ist die Strecke ab dem Kiental gebührenpflichtig. So will man den Verkehr von der steilen Strecke fernhalten. Dazu darf keiner dem Postauto entgegenkommen. Dafür haben Velos und Fußgänger viel Platz. Lukas hat noch eine lange Strecke vor sich. Doch wo genau sein Ziel liegt, das hütet er als kostbares Geheimnis. Die wertvollen Naturschätze, um die es ihm geht, sind rar. Gary weiß nie, wo es den Strahler hintreibt. Doch wenn Lukas Erfolg hatte, hört er sowieso davon. Lukas ist Strahler in der zweiten Generation und seine Familie ist über das Tal hinaus bekannt. Wenn ein Velo oder ein Fußgänger dort steht, das ist auch immer etwas, was man besser zurückhalten, warten und dann durchziehen. Der Bus ist eigentlich optimal für die Strecke. Der Einschlag, alles vom Fahrzeug stimmt eigentlich haargenau, um den Lenkradius hinzukriegen. In den Kurven braucht er eine bestimmte Höhe, dass er nicht aufliegt. Und im großen Bus würden wir wahrscheinlich bis in die erste Kurve kommen und dort würden wir feststecken. Wir haben immer im Mai, bevor die Saison losgeht, einen Tag immer Schulung. Es gibt ja auch jedes Jahr mal wieder neue Chauffeure, die Strecke bisher nicht gefahren sind. Und dann versucht man als Chauffeur, der schon länger gefahren ist, denen die Tricks beizubringen. Und dann fahren wir dann ein paar Mal hoch und runter, dass man das erste Mal ohne Kundschaft fahren kann. Finde ich sehr gut. Oben auf der Grisalp ist Endstation. Frühstückspause für Gary. Lukas Endstation ist noch etliche Höhenmeter entfernt, weit oberhalb der Serpentinenwand. In die hochalpine Region gehe ich so oft wie möglich auf das Fahrrad, dass ich eine ziemlich gute Physik habe, auch als Strahler. Da muss ich eigentlich halt bis zu meiner Pensionierung mindestens fit bleiben. Strahler sind Edelsteinjäger. Die kostbaren Kristalle findet er nur an den Steilwänden. Eigentlich fühle ich es schon am Morgen, ob ich losziehen soll oder nicht.
Heute kann ich wirklich sagen, habe ich ein gutes Gefühl. Ja, mal schauen, ob das zutrifft. Das ist wirklich ganz spannend. Das ist so ein Bauchgefühl, das man hat, oder man hat es an einem Tag nicht, man zieht dann trotzdem los. Und meistens trifft das Bauchgefühl auch zu, ja. Die letzte Entscheidung, ob der steile Aufstieg des Strahlers sich gelohnt hat, trifft am Ende der Berg. An der Endstation Grisalp ist morgens immer erster Kollegentreff. Toni hat heute die Hauptschicht Nummer 33. Gary fährt die flexible Schicht. Bei dieser Strecke regeln die Chauffeure die Einsätze immer selbst. Denn alle Wanderer müssen am Ende des Tages wieder sicher unten sein. Regen ist kein Problem. Aber so die, jetzt sind sie fort da. Wenn du so kleine Wolken da, Nebel, dann ist das nicht gut. Vorhin waren da oben so kleine Nebel, die sind nicht so. Um die Gipfel für schönes so Wetter sind die nicht. Ja. Du bist auf freier Weite und kannst nirgends in Deckung gehen oder ja, dann ist. Kann das unter Umständen verheerend werden. Tieffliegende Wolken versperren Peter Jüsi und dem jungen Fotografen Jonas Schäfer in diesem wechselhaften Sommer ständig die Sicht. Sie sind auf der Pirsch nach seltenen Tieren im Jagdbanngebiet rund um die Endstation Grisalp. So kurz wie die Wolken aufreißen, kann Jonas kaum die Kamera zücken. Ein Adler. Sensationell. Das ist auch das Schöne an der Natur, dass man eben nicht weiß, was man heute sieht, wie viele Tiere man heute sieht oder ob man überhaupt ein Foto machen kann. Es kommt immer darauf an, A, aufs Wetter, wie ist das Wetter, wie ist die Thermik und B, wo ist seine Beute. Peter Jüsi war hier lange Jahre Wildhüter, später Jagdinspektor. Keiner kennt dieses Gebiet so gut wie er. Die Gämskizzen sind schon zu groß. Die Murmeltiere, wenn er eines sieht, erkennt, kommt er im Sturzflug bis 300 Stundenkilometer und packt es. Das Wichtigste, der Überraschungseffekt von seinem Beutetier. Er sieht ja 8-mal besser als ein Mensch. Und er sieht auch drüben hin, er kann dort ein Murmeltier erkennen, auf der Dünneralp oder Bundalp. Jetzt gilt eines, warten, nicht mehr essen, nicht mehr trinken, nur noch warten. Und dann im richtigen Moment abdrücken. Ich probiere Bilder zu erstellen, die einzigartig sind. Ich arbeite auch mit den Tieren und dem Hintergrund, mit dem Licht, um eben Bilder zu erschaffen, die Schönheit der Tiere zeigen und die Persönlichkeit dieser Tiere. Wo dann Menschen auf diese Bilder schauen und sagen, wow, was für eine wunderschöne Natur und dass wir diese Natur eben auch schützen und schätzen. Der Niesen trägt neben Hut und Degen in diesem Sommer oft auch Socken. Wegmeister Niklaus hat zum Glück ein Innenraum-Hobby. Er schmiedet große Kuhglocken, Treicheln genannt. Ja, jetzt machen wir, dass die ganze Treckel eine schöne Form kriegt. Jede Stelle an der Treichel wird behämmert. Dann darf keine Stelle bleiben, einfach das Blech, wie es aus dem Walzwerk kommt. Das wird alles überhämmert, bis alles für mich perfekt ist. Wenn man ein dickeres Blech nimmt, gibt es einen höheren Klang und ein dünneres Blech gibt einen tieferen Klang. Aber das dünnere Blech ist natürlich wieder weniger widerstandsfähig. Und das ist da natürlich ein bisschen ein Problem. Die meisten Kunden wünschen einen tiefen Klang. Das beißt sich aber ein bisschen.
Niklaus-Treicheln sind nichts für die tägliche Nutzung. Nur bei Almaufzug und Abzug sind die Blechglocken im Einsatz. Sie sind leichter als gegossene, wiegen 15 bis 20 Kilo. Diese Treichel ist ja jetzt noch nicht schön rund und wird mit dem Hammer richtig hineingeschlagen. Schön, dass die Rundungen alle ausgebildet werden. Die Maschine für diese Arbeit gibt es in keinem Baumarkt. Sie hat nicht einmal einen Namen. Eine Hammerschmiede, würde ich dann mal sagen. Das haben wir selber gebaut. Ja, das kann man nicht einfach so kaufen. Vermutlich jeder Treicherschmied macht das ein bisschen anders. Und auch jeder hat nicht genau denselben Ton. Und jeder hat ein bisschen seine Geheimnisse, wie er das macht. 3 Tage schmiedet Niklaus an einer Treiche. In 5 Größen gibt es sie bei ihm. Auf der Weide tragen Kühe aber meistens Glocken. Die sind maschinell gefertigt und deshalb billiger. Inmitten von Glockenklang sind Tierkenner Peter und Fotograf Jonas auf der Suche nach besserer Beute für das Portfolio des jungen Tierfotografen. Ein paar Höhenmeter oberhalb der Busendstation liegt ein Murmeltierparadies. Die Murmeltiere graben sich ja in den Boden und ausnahmsweise und gelegentlich gehen sie unter die Gebäude. Und das ist jetzt nicht so schlimm. Der Murmel hat jetzt hier ein Loch gefunden, wo es wahrscheinlich keine Steine hat zum Graben und hat hier ein wenig diesen Balken verletzt. Aber es gibt natürlich Gebäude, da macht er ringsum alles kaputt. Das ist eigentlich kein Schaden. Aber wir haben ja gesehen, das Murmeltier ist dort. Und für den Winter ist natürlich das ideal, er muss weniger graben, als wenn er hier auf der Weide seine Löcher gräbt für den Winter, oder? Murmeltiere sind von Natur aus neugierig. Und im Wanderparadies rund um die Postautostrecke Menschen gewohnt. Ein bisschen frech, ein bisschen fuchsig, wenn sie da so herausschauen aus ihren Löchern. Aber auch vorhin musste ich kurz ein Foto machen, weil sie da zusammen gespielt haben, sehr familiär, sehr emotional. Und auch die Gemeinschaft, die diese Tiere haben, ist einzigartig. Also Jonas, hast du gute Bilder gemacht? Ja, schau mal, super. Zeig mal. Diese 2 Murmeltiere, die ich die fotografiert habe. Von der anderen Seite geschaut. Hey, ja. Super. Genial. Genial. Ja. Bild, Meisterschaft. Wirklich. Gratulation. Super. Selbst wenn nur ein paar Wolken das Wetter trüben, fährt Gary in diesem Sommer öfter mal leer von der Endstation Grisalp wieder nach unten. Von Mittag an war schon mal schlecht gemeldet und dann gewitterhaft und schlecht Sturm, dann kommen die Leute halt am Morgen schon nicht. 20.000 Wanderer nutzen die steilste Postbusstrecke Europas pro Saison. 5-mal täglich fährt der Minibus mit 23 Sitz- und 15 Stehplätzen rauf und wieder runter. Bei der Passage durch die engen Felsen hat der Bus an manchen Stellen nur 10 cm Spiel. Das gibt's ab und zu, dass Leute ein bisschen ängstlich sind und sagen, oh, zum Glück fahren sie, ich könnte das nie. Oder so, aber gerade so Geschrei habe ich jetzt noch nicht erlebt. Trotz 28% Steigung und extrem engen Kehren. Die oberste Kurve, die bei der Felswand ist, sagen fast alle, die schwierigste. Kräutersammlerin Rahel hat den Korb gut gefüllt. Jetzt zieht es sie samt Storchenschnäbel talabwärts. Beim Pflücken ist ihr eine neue Rezeptidee gekommen.
ich schaue schon nach, was sie früher gekocht haben oder wie sie es früher machten und bringe dann meinen eigenen Stil rein. Ich mache dann das so, wie ich es mag, aber eigentlich nach alten Macharten, wie es geht. Das Postauto hat die steilen 2 Kilometer auch abwärts problemlos passiert und Rahel sicher in ihre Kräuterküche gebracht. Es reicht schon nur zu riechen. Also der Geschmack, der Duft, das reicht. Also das schmeckt man schon so, das Kraut. Muss ich nicht mal probieren. Viel Grünzeug hat meistens auch einen bitteren Geschmack und den will ich ja nicht. Ich will die Frische vom Kraut und der Geschmack vom Kraut selbst. Und darum drücke ich das nicht aus, sondern hebe es nur leicht raus, lasse es abtropfen und brauche dann den Sud, so wie er ist. Nur Zucker und Zitrone verfeinern den speziellen Geschmack des Auszugs vom Storchenschnabel. Es gibt unterschiedliche Arten, wie man die Auszüge machen kann. Ob heiß, das ist wirklich mit kochendem Wasser die Kräuter übergießen und so den Sud machen, was dann ein bisschen einen herberen Geschmack gibt, teilweise auch bitter, je nachdem, wie viel Grünzeug man hat. Und dann gibt es den Kaltauszug. Da wird kaltes Wasser darüber gegossen und dann steht es 24 Stunden. Ist etwas ein zarterer, frischerer Geschmack. Ich experimentiere viel und so irgendwann mal gelingt mir mal das, dass ich sage, oh doch, das gefällt allen. Rahels Kräuter- und Feinkostladen liegt genau an der Postautostrecke. Deswegen gibt sie sich mit dem Schaufenster immer besonders viel Mühe. Ich freue mich jedes Mal, wenn die Fahrer vorbeigehen und wir uns sehen und gegenseitig grüßen. Direkt hinter Rahels Laden liegt der Wendepunkt. Nach einer kurzen Pause geht es für Gary wieder Richtung Grisalp. Wenn man schaut, man muss weit fahren, weit hochgehen, weiter umschauen, dass man etwas viel Schöneres findet. 6 Gipfel. Deutlich über 3000 Meter hoch, umgeben seinen Weg. Wasserfälle stürzen über die zerklüfteten Kalkformationen. Kristallklar sprudelt das Quellwasser. Hier oben liegt das Ziel von Lukas. Gelernt habe ich eigentlich Forstwart, was auch in der Natur ist, aber das war immer ein bisschen hektisch und so. Und jetzt das mit dem Strahlen ist zwar noch viel anstrengender, aber ich kann mir die Zeit selber einteilen. Und da ist wirklich ein Traum für mich in Erfüllung gegangen. Ich suche die Wand ab, die Felswand da, nach senkrechten Rissen. Hier ist viel Kalkgestein, aber ich brauche eigentlich den Schiefergestein für die ganz seltenen, schönen Fensterquarze zu finden. Und ich hoffe mal, ich habe da was entdeckt. Da habe ich einen Riss gesehen in der Ferne. Und ich hoffe, dass wir da Glück haben und dass da was verschollen ist. Diese Kristalle, die sind ja mit den Alpen gewachsen und das hat tektonische Verschiebungen gegeben. Zuerst hat es einen Hohlraum gebildet und dort, wo der Hohlraum dann war, konnten dann flüssige Lösungen mit den Mineralien reinfließen und über mehrere Millionen Jahre kristallisieren. Also diese Risse, die waren mal 18 Kilometer in der Tiefe in der Erde und kamen dann Stück für Stück langsam hoch. Und beim Hochkommen ist dann diese Flüssigkeit abgekühlt. Und es hat dann die Kristalle gebildet, unter extremem Hitze und Druck. Schon Lukas Vater stieß vor Jahren auf eine der größten und prächtigsten Kristallhöhlen der Schweiz.
Damals waren die Felswände noch alle unberührt und man konnte natürlich, wenn man etwas gesehen hatte, schon der Erste sein, was heutzutage schon ein Sechser im Lotto ist, wenn man mal in einer Felswand an eine offene Kristallhöhle stoßen wird. Gary ist wieder auf dem Weg nach oben und passiert den Dschingel, bevor dann die Steilfahrt beginnt. Richtung Grisalp und Hotel am Waldrand. Dort genießt Hotelwirtin Mareike einen ruhigen Tag mit den Kindern. Ich glaube, das gehört irgendwie dazu, dass die Kinder einfach draußen spielen und Seich machen können und ja, Platz haben eigentlich. Ja. Ich kann mir gar nicht vorstellen, dass man in der Stadt aufwächst oder so. Den ländlichen Charme der Jahrhundertwende versprüht das Haus bis in die Gästezimmer. Perfekte Filmkulisse. Hier wurden schon Szenen der Verfilmung von Thomas Manns Zauberberg gedreht. 2016 war das Haus am Waldrand sogar historisches Hotel des Jahres. Modernen Ansprüchen muss es trotzdem genügen. Wäsche, Einkaufen, Erledigungen. Dafür fährt Mareike, wie das Postauto, ständig rauf und runter. Wir kommen schön auch im Winter mal hoch, kommen wir mal, da müssen wir hochlaufen natürlich, aber mal kontrollieren, ob alles okay ist. Als Holländerin ist sie steile Straßen nicht gewohnt, solche wie hier schon gar nicht. Am Anfang hat es mich dann so, bei dem schlechten Wetter war es mich nicht so angenehm, aber das war so. Die ersten paar Mal und jetzt ist es eigentlich kein Problem. Ich fahre nicht gerne Anfang Saison, so im April, wann es manchmal hat es dann so, so glatte, ja, mit Eis, Stücken mit Eis eigentlich auf die Straße. Das habe ich nicht gerne. Das ist dann immer so unsicher. Und dann bin ich einmal ein wenig neben die Straße gekommen und das mache ich nicht gerne. Da muss Bruno mir immer sagen, ob es gut ist zum Fahren oder nicht. Aber das ist meistens im April, ja. Gegenverkehr vom Postauto steht bevor. Grundsätzlich ist es immer das Auto, das zurück muss. Und wenn man nicht rückwärts fahren kann, sollte man solche Strecken besser unterlassen. Aber es wäre wahrscheinlich billiger, mit dem Bus hochzufahren, als die ganzen Dellen, die sie sich ins Auto reindrücken. Ja, ich bin auch mal falsch gewesen und dann während man das Postauto ist gekommen gefahren. Aber das lernt man dann auch, um damit umzugehen eigentlich. Nee, manchmal eher noch, wenn man ein Lastwagen ist oder so, dann das kann mal passieren, aber das ist selten. Man fährt drauf hin und weiß, jetzt muss ich abdrehen. Nicht zu schnell, nicht zu langsam irgendwie. Und wenn man einen schlechten Tag erwischt und den Punkt nicht trifft, dann kann es mal ganz knapp werden. Oh, jetzt kommt da noch ein Postauto. Genau, wenn man dann viel los ist, am schönen Sonntag, dann fahren sie meistens mit mehreren Postautos. An der Serpentinenwand staffeln sich vier enge Kehren übereinander. Da muss der Wegmeister besonders gut fegen. Nicht das kleinste Steinchen darf hier irritieren. Steinschlag und schnelle Wetterwechsel, das sind Gefahren, mit denen die Postautochauffeure immer rechnen müssen. Und schon braut sich erneut etwas zusammen. Toni hat mal wieder den Hut auf und braucht Verstärkung von der flexiblen Schicht. Du Gerl, da ist noch eine Gruppe nicht am Dschingel. Was hast du dir machen, so auf dem Dragnet? Weil letztes unten ist jetzt eine ca. 15-köpfige Gruppe, ist zu Fuß taleinwärts gekommen
Jetzt regnet es und es ist gut möglich, dass die dann irgendwo stehen, so sporadisch angemeldet sind die nicht. Wer hochfährt oder wandert irgendwie, muss auch wieder irgendwie zurück. Doch erstmal haben sie unfreiwillig Pause. Dem Regen ist der Fahrplan egal. Er kommt und fragt nichts und hört wieder auf, wenn es fertig ist. Der Hut gehört immer zur Standardausrüstung. In der Treichelschmiede hat der Wegmeister es warm und trocken. In seiner Werkstatt ist Niklaus ganz bei sich selbst und strebt nach nichts Geringerem als Perfektion. Nicht der leiseste Missklang darf bei seinen Treicheln das Ergebnis trüben. Wenn die Teichel zum Klingen kommt, kommen ja Schwingungen in das Blech und dann machen die zwei Bleche aufeinander so. Und dann tut das gar nicht gut. Dann klirrt das und dann haben wir keine Freude an der Teichel. Darum ist es sehr wichtig, dass das dort innen drin sauber ausgefüllt ist, super verbunden. Ich mache das so, wie sie es früher gemacht haben. Wichtig ist ja, dass die Schwingungen von der Treichel sich nicht auf den Klöppel übertragen. Und deshalb mache ich da ein Leder drauf und hänge das dann so in die Treichel rein, dass das Metall nirgendwo mit der Treichel oben verbunden ist. Im schlimmsten Fall vielleicht nach 50 Jahren geht vielleicht mal das Leder kaputt und dann verlieren sie halt den Klöppel. Das kann man reparieren. Ein schrilles Scheppern beim Klang jedoch nicht. Also er muss mir gefallen, das ist ganz klar. Ja. Und woran sich eine gute Treichel auszeichnet, wenn sie möglichst lange ausklingt. Wenn man fast nicht hört, wann sie aufhört zu klingen. Ich kann das mal probieren zu demonstrieren. Sonst die Innerschweizer, die sind dann viel lauter, die klingen viel stärker, aber vielleicht nicht so ein warmer Ton. Dafür einfach, ja, da kommt dann was. Innerschweizer Treicheln gibt es. Appenzeller und eben die Westschweizer, wie Niklaus sie schmiedet. Aber die unsere gefallen mir am besten und da mache ich nichts anderes. In den Bergen gehören Treichel und Jodelklang für die Hirten untrennbar zusammen. Bei Niklaus ist es genauso. Er ist in einem der drei Jodelvereine des Kientals aktiv. Mit den ungewöhnlichen Tönen, die der Wechsel zwischen Kopf- und Bruststimme hervorbringt, kommunizierten früher die Hirten. Beim Alp-Ab- oder Auftrieb. Die Melodien lernen sie nur über das Gehör. Von Generation zu Generation werden sie weitergereicht. Mit den durchdringenden Tönen von Alp zu Alp warnten die Hirten sich vor Wölfen oder wildem Wetter.
Das dramatische Wolkenspiel dieses Sommers zeigt sich von seiner eindrucksvollen Seite. Das lockt die beiden Naturfreunde Peter und Jonas in Richtung Dündenfall. Der 100 Meter hohe Wasserfall ist die Hauptattraktion der steilen Strecke. So wie er jetzt runterkommt, passiert das ein- bis zweimal im Jahr. Und das ist wirklich phänomenal. Es ist das Spezielle hier, dieser Wasserfall. Wenn ein Gewitter ist, kommen alle Bäche schwarz. Und dieser ist immer weiß. Und auch die Glaziologen und so wissen nicht genau, warum. Seit die Gletscher schmelzen, geben sie neue Eingänge zu sogenannten Klüften frei. Starke Regenfälle helfen nach. Strahler wie Lukas profitieren vom Klimawandel, zumindest beruflich. Beim Hochlaufen habe ich jetzt da was, einen kleinen Riss gesehen. Und eine Platte hat wahrscheinlich die letzten Unwetter. Ja, das ist immer gut, wenn es gewittert hat. Dann das Geschieb geht dann ein bisschen weg und da hat es was freigelegt. Und so haben wir Glück gehabt, wie mein Bauchgefühl auch gesagt hat. Ja. Seit Napoleons Zeiten suchen Schweizer Strahler regelmäßig nach Kristallen. Ja, da hat es kleine Anzeichen von Bergkristalle. Und ich erhoffe mir, dass da in der Tiefe dann Fensterquarze rauskommen. Die Anzeichen stimmen schon mal. Ja, das sieht gut aus. Jetzt klingt schon nach Quarz. Jetzt muss man ein bisschen sorgfältig arbeiten. Jeder Kristall, ob jetzt groß oder klein, ist 18 Millionen Jahre lang in der Erde geschlummert. Wir sind jetzt die ersten Menschen, die das sehen. Das ist unglaublich. Unglaublich. Super. Jetzt hast du ganz ein schöner Bergkristall mit kleinen Spitzen. Wenn wir Glück haben, das muss ich dann unten schauen, wenn sie gewaschen sind. Hier ist noch eine spezielle Rarität. Die Zepterquarze, das ist, wenn ein Kristall einen Stiel hat und da drauf wie ein Regentropfen. Und das gibt es manchmal hier, bei gewissen Rissen kommt das vor. Und das ist dann ein Seltenheitswert, ja. Und das sieht hier danach aus, dass da einige so ein Köpfchen haben, ja. Glaube. Das lässt mein Herzchen schlagen. Juhu! Wahnsinn! Ha. Entschuldigung, aber das ist jetzt schon für meine Vitrine. Das ist eines, das behalte ich. Das ist ein ganz spezielles Stück. Ich wasche es schnell mal ab, wenn es waschbar ist. Boah, das ist geniale Qualität. Man sieht jetzt bei diesem Kristall diese schöne Fensterung, das ist typisch für das Kintal. Ja, das ist ein Wunder der Natur. Das ist die Atomstruktur des Kristalls. So wie wir Arme und Beine haben, haben die ihre sechs Kanten. Und die sind von der Atomstruktur so aufgebaut. Unter extremem Druck wachsen die immer sechseckig. Jetzt schlägt mein Herz. Und jetzt wissen Sie auch, weshalb man Strahler sagt. Vielleicht sieht man es jetzt meinem Gesicht an. Kristalle, Kräuter, Naturerlebnisse. Die steilste Postautostrecke Europas birgt ungeahnte Reichtümer.
Und selbst die Kinder von Hotelchefin Mareike entdecken täglich etwas Neues. Glitzeradern auf ihrem Kletterstein. Dass ihre Kinder im Hochgebirge aufwachsen und ständig auf steile Hänge kraxeln, war für Holländerin Mareike zunächst neu. Hm, wenn du die aufhebst, gut. Es gibt schon mal Momente, dass ich denke, oh mein Gott. Oder das erste Mal, wenn sie in der Sesselbahn alleine gefahren sind, zum Beispiel. Bruno hat sie einfach reingestellt und ich habe gedacht, oh, muss das jetzt sein? Aber ja, manchmal ist es auch gut, dass man nicht alles sieht, glaube ich. Ja. Mit dem Postauto fahren Mick, Lasse und Finn schon seit sie 4 Jahre alt sind. Alleine. Ihre Eltern haben keine Zeit, sie zu begleiten, mitten in der Hochsaison. Ein bisschen habe ich noch Angst, wenn wir mal vielleicht mit dem Passauto ausrutschen und vielleicht irgendwo runterfallen. Die Kinder bringt das Postauto zu ihren Freunden ins Tal. Den Eltern bringt es Gäste. Der Postbus ist sehr wichtig für uns. Ja. Man merkt es sehr gut im Frühling. Ist eigentlich tot im April. Und wenn der Bus fährt, beginnt so ein bisschen der Alltag mit den Pensionierten und den Leuten, die unter der Woche Zeit haben, zu uns zu kommen. Also, sonst ist es halt sehr wochenendlastig. Oder? Im Hotel am Waldrand brummt, wenn das Postauto da war, der Laden. Und bei Gary ist gleich Feierabend. Nur eine kleine Hürde muss er noch überwinden. Es gibt fast bei jedem irgendeinen Punkt, der ihm nicht so liegt. Und ich habe beim Runterfahren die letzte auf der Bettoplatte, die ist mir lange nicht so gelegen. Jetzt, mittlerweile, es geht auch, aber wenn ich mal ein Problem habe, ist es meistens dort. Feierabendverkehr an der steilen Strecke. Das Kiental ist ihr aller Lebenselixier. Und für Gary eine Art Wohnzimmer. Ja, für mich ist natürlich die Heimat. Die Heimat ist eh immer schön. Und die Poststrecke ist wunderbar. Es ist wirklich etwas vom Schönsten, das es gibt. Eine besondere Überraschung hat der Wegmeister noch für den Rückweg Richtung Tal vorbereitet. Ein Jodelkonzert im Postauto-Sound. Wenn das kein krönender Schichtabschluss ist. We'll be right back.
Heute beginnt die Reise im Oberengadin. Täglich begibt sich ein Postauto auf dem Weg von St. Moritz nach Lugano. Die Strecke führt über den Maloja-Pass durch das Bergell, vorbei am Comersee und durchs Tessin. Knappe 4 Stunden ist er unterwegs, der Palmexpress. Am Steuer Erico Crameri. Seit 36 Jahren fährt er diese Route. Langweilig wird ihm dabei aber nie. Heimat eben. Ich fühle mich sehr wohl in den Bergen. Früher war ich oft Bergsteigen. Jetzt gehe ich nur noch spazieren. Das Bergsteigen ist langsam vorbei. Und ich selber werde ja auch alt. Geografisch gesehen ist es eine sehr schöne Strecke. Man muss sich ja nur hier die Landschaft ansehen. Der einzige Nachteil aber ist, dass die Gäste heutzutage immer weniger Zeit haben. Früher haben sie es viel mehr genossen. Heute wollen alle schnell von Ort zu Ort kommen. Früher war das anders. Hektik ist nicht sein Ding. Umso mehr freut er sich über die Kutschen, denen er in Sils Maria immer wieder begegnet. Sie bringen Wanderer in ein kleines, autofreies Tal, das Val Fex. Nur wenige Menschen leben hier das ganze Jahr über. Einer von den wenigen ist Roger Romminger. Er hat sich einen Namen gemacht, weit über das Tal hinaus. Dank seiner Leidenschaft für Stahl. Messer haben es ihm angetan. Alle von Hand geschmiedet, alles Unikate. Dafür braucht es viel Geduld. Aber nicht nur. Ja, das Wichtigste ist schon die Erfahrung. Ja, das Wichtigste ist schon die Erfahrung. Aber manchmal passieren auch mir Fehler. Das ist wirklich ärgerlich. Da bist du ein paar Stunden dran und dann, oh nein. Aber es passiert eben. Wichtig ist zu verstehen, was du falsch gemacht hast. Dann geht's ja, aber wenn irgendwas schief geht und du einfach nicht drauf kommst, was? Das ist das Schlimmste. Das sind vor allem Einschlüsse oder Risse, wenn du zu kalt geschmiedet hast. Lauter so Sachen. Das Messer kannst du noch bis kurz vor Ende versauen. Wenn du beim letzten Schliff, nachdem es in der Säure war, noch was falsch machst, dann ist das ganz schlecht. Wenn du etwas falsch machst, dann ist es so ganz schlecht, ganz, ganz schlecht. Ärgern muss er sich zum Glück selten. Schließlich hat er sich als Hofschmied seine Sporen verdient und kennt sich aus mit Hammer und Amboss. Seit fast 10 Jahren macht Roger nun Damastmesser. Oder wie er es auch nennt, scharfe Kunst. Das Damastmesser. Ein Damastmesser ist erst dann ein Damastmesser, wenn zwei verschiedene Stahlsorten kombiniert werden. Ich kombiniere meistens sogar 3. Daraus mache ich dann Leistungsdamast. Das zeichnet meine Damastmesser aus. Nicht nur das, sondern auch wann und wo ihn die Muse küsst. Wanderer habe ich eigentlich nicht so Zeit. Zum Wandern habe ich kaum Zeit, aber zum Fischen und Jagen, das ist super. Die Jagd ist ja nur abends und morgens. Tagsüber liegt man rum und man fängt an, die Steine zu betrachten. Da kommen neue Ideen. Oder nachts ist es toll, wenn man die Konturen anders wahrnimmt. Da kommen auch lauter Ideen. Es ist einfach anders. Konturen und dann kommen da einfach die Ideen. Sobald eine Idee etwas Form angenommen hat, bekommt sein Werk sein Siegel. Fexer Messer. Nach dem Schmieden das Schleifen. Mit weniger Kraft, dafür viel Feingefühl.
Damit ein Messer einmal so aussieht, braucht Roger Rominger etwa eine Woche Zeit. Und ganz wichtig, einen klaren Kopf. Zu viel links und rechts schauen zum Beispiel macht ihn nur konfus. Also zu viel nach links und rechts gucken macht einen nur konfus, mich jedenfalls. Mein Motto ist Tenadritz, das heißt, mach dein Ding, bleib dir treu. Aber was auch total wichtig ist, ist dieser Spruch. Es muss nicht nur schön sein, sondern auch verdammt gut. Das ist aber auch der Clinch, in dem ich manchmal stecke. Viele denken, das ist das beste Messer der Welt. Damit kannst du Steine teilen. Aber das stimmt nicht. Das sind filigrane Werkzeuge. Mit denen muss man umgehen können. Natürlich sind sie gut, aber man muss auch wissen, sie zu nutzen. Aber man muss es wirklich auch können nutzen. So warten Rogers Einzelstücke, die oft mehrere tausend Franken wert sind, auf ihren richtigen Besitzer. Manchmal monatelang. Aber man hat ja Zeit hier im Walfex. Nur wenige Kilometer weiter der Maloja-Pass. Er ist Sprachgrenze und zugleich die erste Herausforderung für das Postauto. »22 Spitzkehren, 1500 Höhenmeter stehen bevor. Doch was Eriko Krameri wirklich herausfordert, ist etwas ganz anderes. Radfahrer sind die Schlimmsten. Die überholen rechts und links überall. Die kennen nichts. Fahren über Rot, auch wenn es eng ist. Und am Wochenende gewisse Gruppen Motorradfahrer. Die kennen auch keine Grenzen.« Wir kennen auch keine Grenze. Heute halten Sie sich mal an die Regeln. Doch noch etwas regt ihn auf. Holländer, die fahren gerne mitten auf der Straße. Die trifft man aber weniger hier in den Bergen an. Dafür am Comer See. Bis zum Comer See dauert es aber noch. Das Postauto ist gerade erst in Bergell angekommen. Ein enges Tal, das in Italien endet. Den besten Blick über das Bergell genießt, wer mit der Albinia-Seilbahn in die Höhe fährt. Die Gondel führt nicht etwa in ein Skigebiet, sondern zu einem See und wird oft genutzt von Kletterern, die auf die Fiamma wollen. Nina Caprez ist eine von ihnen. Die Bündnerin hat schon Dutzende Meisterschaften gewonnen in den unterschiedlichsten Kletterdisziplinen. Sie ist ein Profi und was für die meisten unbezwingbar erscheint, ist für sie ein kleiner Spaziergang. Auf etwa 2000 Meter über Meer erwartet sie der Stausee von Albinia. Über 100 Meter tief. Doch den lässt Nina links liegen. Sie will ganz hoch. Mit dabei ihr Freund und Kletterpartner, denn alleine in die Wand geht sie nie. Noch ist es beinahe flach. Aber auch nur beinahe. Nur noch wenige Meter. Dann geht es richtig los per Seil. Und man fragt sich, was treibt sie in diese Höhe? Wow. Mega. Sehnsucht glaube ich nicht. Sehnsucht ist das glaube ich nicht. Eine Zeit lang war es sicher eine Flucht. Das habe ich in den letzten Jahren festgestellt. Wenn man immer in die Berge muss, in schwierigen Wänden klettern will, dann ist das sicher zum Teil das Bedürfnis, draußen zu sein.
Aber zum großen Teil hat es auch damit zu tun, dass man der Realität nicht ins Auge blicken mag oder weil man dem Alltag entfliehen will. Mir hat sicher gut getan, dass in den letzten 2 Jahren das Reisen nicht mehr so möglich war. Ich bin daran gewachsen, bin erwachsener geworden und konnte den wahren Grund ausmachen, warum ich so gerne in den Bergen und in diesen Wänden bin. Ich klettere aus purer Leidenschaft, weil mir die Bergluft so viel gibt. Und nicht einfach nur, weil ich denke, alle anderen können mich mal. Ich bin jetzt mal weg. Hier oben weiß ich, dass ich es kann und muss mit niemandem klarkommen. Dort weiss jeder, dass ich es gut kann. Dort bin ich allein, dort muss ich mit niemandem. Also bezwingen muss man. Bezwingen darf man nichts, bloß nicht. Alles muss zusammenspielen. Du musst auf deinen Körper hören, auf den Berg, auf den Gipfel. Das Klettern ist kein Bezwingen. Es lässt dich an dir selber arbeiten, mit einem Partner, mit den Elementen, mit dem Fels. Das muss zusammen funktionieren. Wenn du auf eine Bergtour gehst, bist du immer im Team, auch wenn du nur zu zweit bist. Es spielen immer mehrere Sachen zusammen. Ein Bezwingen ist es gar nicht. Es ist eher so, dass ich mich als etwas Besonderes fühle. Dass ich denke, und das ist ja auch so, dass ich etwas ganz Besonderes gemacht habe. Auch heute hat Nina das Besondere geschafft und die Fiamma erobert. Angstfrei. Angst, das ist, glaube ich, etwas, was ich Angst so ist etwas, kenne. Das ich nicht so kenne. Es ist eher ein Kitzel da, die Ungewissheit, was da kommt. Wo man nicht recht weiß, wie es ist. Bevor es wieder runtergeht, genießt Nina den weiten Blick über das Bergell. Es ist ein raues, wildes Tal, wo die Natur manchmal gnadenlos ist. So riss erst vor wenigen Jahren ein Felssturz Teile des Dorfes Bondo mit sich. Darunter 8 Menschen. Natur ist eben nicht immer nur schön. Eines der ersten Dörfer im Bergell ist Vico Soprano. Für Enrico Crameri bedeutet das langsam fahren, denn es wird eng. Ja, probieren wir es. Ohren einziehen, dann klappt's. Und dann geht's. Doch das ist noch nicht alles. Ihn erwartet Gegenverkehr von allen Seiten. Gekonnt schiebt Crameri das Postauto durch die enge Straße. Vorbei an den typischen Bergeller Häusern.
In einem dieser traditionellen Häuser wohnt so etwas wie der Chronist des Tals. Mit seinen Zeichnungen will er die Geschichte seiner Heimat festhalten. John Bischoff ist hier geboren und aufgewachsen. Seinem Bergeller Landsmann Alberto Giacometti will er aber nicht nacheifern. Vielmehr sieht er sich als Illustrator, der Geschichte auf Papierband. Doch auch ihn inspiriert dieses so besondere Tal. Ich halte alles fest, was ich hier im Alltag erlebe, lese und sehe. An Begegnungen und an Dingen. Das Bergell ist ein besonderer Ort für Inspiration. Was man im Bergell erlebt und sieht, ist entweder hell oder dunkel. In diesem Tal ist es weiß oder schwarz. Vielleicht weniger im Sommer oder Herbst, aber im Winter sind die Gegensätze von hell und dunkel sehr groß. Da ist der klare, helle, blaue Himmel und dann das dunkle Tal. Ich kann mich hier besser konzentrieren. Im Sommer bin ich zwar viel unterwegs und habe viel zu tun, aber im Winter hat man hier Zeit und Ruhe. Da kann ich mich aufs Zeichnen konzentrieren. Ich zeichne gerne Dinge, die ich kenne, die ich sehe, die passieren. Am liebsten Berge und Wälder. Oder hier zum Beispiel. Im Jahr 2017 habe ich den Bergsturz vom Cengalo festgehalten. Das habe ich vor allem für das Bergell gemacht, aber auch als Erinnerung für den ganzen Kanton Graubünden. Hier sieht man den Felssturz bei Bondo mit den mitgerissenen Häusern. Das war ein großer Einschnitt, eine Wunde im kollektiven Gedächtnis. Etwas fehlte halt immer. Aber nach bald 3-4 Jahren hat man sich dann doch irgendwie daran gewöhnt. Schon erstaunlich. John Bischoff ist erst seit ein paar Jahren zurück in Bergell. Mit den Kindern kam das Heimweh, was für ihn schwerer auszuhalten war als die langen Winter ohne Sonne. Mit seinen Kindern spricht er unter anderem auch Bregajot, eine Mischung aus Romanisch und Lombardisch. Eine Sprache, die nur hier im Bergell gesprochen wird. Die Bergeller sind schon immer unterwegs gewesen. Viele sind ganz weggezogen. Zum Beispiel die Bäcker, die in die Welt zogen und nicht mehr zurückkamen. Das war schon immer so. Aber viele behalten und pflegen noch eine enge Verbindung zum Tal. Immer mit der Idee und dem Wunsch, vielleicht doch einmal zurückzukommen. Im Engadin nennt man diese Leute Randolin, Gondel. Sie geht und kommt. Das habe ich auch so gemacht. Im Sommer war ich einige Monate hier und im Winter fort. Viele Jahre in Mailand, in Zürich und in Amerika. Aber ich bin immer wieder gerne zurückgekommen. Warum so viele wieder zurückkommen? Ich glaube, ein wichtiger Grund für viele zurückzukehren ist die Sprache. Nur hier spricht man Bregajot. Gerade mal 1500 Menschen sprechen unsere Sprache. Das ist tatsächlich der einzige Ort in der ganzen Welt, wo du in deiner Muttersprache reden kannst. Und Sprache ist eben auch ein Zuhause, eine Heimat. Nur ein Steinwurf von Vico Soprano entfernt, im Dorf Promontogno, wohnt Jons Freund.
auch einer, der zurückgekommen ist und nun in der alten Mühle seiner Familie arbeitet. Vittorio Scartazzini malt hier schon in der 10. Generation. Das Getreide stammt von den umliegenden Bauern. Ob es Vittorios Ansprüchen gerecht wird, muss sich erst noch zeigen. Ich rieche dran, um festzustellen, ob es schon anfängt zu schimmeln oder ob sich da ein Pilz ausbreitet. Das riecht dann eben nicht mehr so gut. Als das Getreide geerntet wurde, war es feucht. Darum muss man die Säcke offen lassen, damit das Getreide durchlüftet wird. Und ich kann es so kontrollieren. Die Qualität des Getreides ist nicht das Einzige, was er ständig kontrolliert. An allen Ecken und Enden könnt ihr etwas klemmen, stocken, nicht richtig abfließen oder Feuer fangen. Er hat alle Hände voll zu tun. Auf allen Etagen. Fast rund um die Uhr. Das ist unsere Mahlmaschine. Hier wird das Getreide gemahlen, in diesem Fall Roggen. Hier vorne kommt erstmal das Korn rein. Über diesen Zylinder. Hier ist das Korn noch ganz. Dann wird es zerkleinert, also einmal gemahlen. Anschließend wird es mit Luft nach oben gesaugt, wo das Mehl abgesiebt wird. Der Rest, die größeren Stücke also, gehen durch den zweiten Mahlvorgang und werden somit noch feiner gemahlen. Dieser Vorgang passiert viermal, auf dieser und viermal auf der anderen Seite. Der Siebtisch ist in verschiedenen Ebenen aufgebaut, ein Sieb über dem anderen. So kann das Feingemahlene vom Grobgemahlenen durch das Sieben getrennt werden. Und das Grobgemahlene geht dann wieder unten in die Mahlmaschine für den nächsten Mahlvorgang. Seit 1864 mahlt Familie Scartazzini hier Mehl und trägt das Wissen von Generation zu Generation weiter. Gelernt hat der junge Vittorio alles von seinem Vater, Gian Andrea Scartazzini. Auch er ist jeden Tag in der Mühle unterwegs. Und manchmal fragt er den Sohn um dessen Meinung. Ist das Mehl schon zu hell oder noch zu dunkel, zu fein oder zu grob gemahlen? Es wird für gut befunden. Zeit für den letzten Schritt. Das Mehl aus Promontorio landet in Bäckereien für Brot, in Manufakturen für Pasta, in kleinen Dorfläden und mittlerweile auch schon in großen Schweizer Supermarktketten. Rund 150 Tonnen Mehl pro Jahr werden in der kleinsten, aber wahrscheinlich auch schönsten Mühle der Schweiz produziert. Der Strom für die Mühle kommt nach wie vor aus dem Wasser, wenn auch nicht mehr über ein Rad. Der kleine Fluss Maira treibt eine eingebaute Turbine an. Diese liefert sogar die Elektrizität für das ganze Dorf. Familie Scartazzini legt Wert auf saubere Energie.
In den Pausen besprechen Vater und Sohn gerne mal die nächste Investition. Und wer darüber das letzte Wort hat. Ich bin der Chef. Ich bin der Chef. Wir sind beide die Chefs. Habt ihr nie gestritten? Manchmal da. Manchmal diskutieren wir über gewisse Sachen. Da sind wir dann mal unterschiedlicher Meinung. Aber wirklich streiten tun wir uns nie. Wir harmonieren ziemlich gut zusammen. Jeder macht, was gerade zu tun ist, was nötig ist. Und ja, das funktioniert gut. Es braucht Begeisterung und Freude, in Bergell zu leben. Nach dem Studium war ich längere Zeit weg, in größeren Städten, wo viel los war, mit viel Verkehr und vielen Menschen. Zum Leben ist es aber hier, im ruhigen Bergell, sicher schöner. Das Bergell ist schon besonders. Geografisch gesehen sind wir hier im allerletzten Winkel der Schweiz. Aber wir sind nicht vom Rest der Welt abgeschnitten. In 10 Minuten sind wir in Chiavenna in Italien, in einer halben Stunde in St. Moritz im Engadin. Wir leben hier nicht in einer Sackgasse. Es lebt sich hier gut. Um die Zukunft der alten Wassermühle der Scartazzinis muss man sich zum Glück keine Sorgen machen. Auch die kommenden Generationen der Familie sollen sie weiterführen. Es lebt sich eben gut hier. Erst recht, solange durch Promontorio das ganze Jahr über ein Postauto fährt. Der Palmexpress reist weiter gen Süden. Sein Weg führt durch einen der größten Kastanienhaine Europas. Darauf sind die Bergeller ganz besonders stolz. Wehe dem, der den Bergellern ihre Kastanien klauen will. Die Esskastanie war lange sehr berühmt. Man machte damals Mehl daraus. Heute auch Kuchen. Aber damals, da war die Kastanie zum Überleben wichtig. Heute lebt man im Tal zwar nicht mehr von der Kastanie. Aber das Wissen, wofür man ihre Frucht oder auch ihre Blätter verwenden kann, ist nicht verloren gegangen. Bereits meine Großeltern haben Kastanien gesammelt. Das war immer ein großes Fest für uns alle. Nach dem Sammeln der Kastanien, also der Frucht, wurden sie 2 bis 3 Monate lang in den Ställen getrocknet, je nach Wetter. Die getrockneten Kastanien wurden dann im Winter wieder in Wasser aufgeweicht zum Essen. Mit dem Kastanienwasser wurden aber die Haare eingerieben. Francesca Betti stammt aus dem Dorf Sollio, ganz offiziell eines der schönsten Dörfer der Schweiz. Heute arbeitet sie für eine Kosmetikmanufaktur, die aus dem gleichen Ort stammt und sich einen Namen gemacht hat für wirklich natürliche Produkte, die hier gewonnen und verarbeitet werden. Francesca weiß um die heilende Kraft der Pflanzen und muss nicht lange suchen, um ihr Lieblingskraut zu finden. Johanniskraut.
Wenn du es mit dem Finger zerreibst, kannst du sehen, wie rot es wird. Das Gleiche passiert, wenn man es in Öl einlegt. Und riechen tut es auch. In Sichtweite von Sollio, etwas versteckt, steht eine kleine Hanfplantage. In der Schweiz ganz legal. Die Pflanzen gedeihen hier gut und sind ein wertvoller Rohstoff für ein weiteres Pflegeprodukt. Die Hanfblätter werden auch im Stall getrocknet. Anschließend machen wir daraus Hanftee. Und aus dem Tee machen wir dann wiederum ein Duschgel. Diese Duschseife von Sollio ist sehr gefragt und verkauft sich wirklich gut. Was natürlich wächst, soll auch natürlich trocknen. An der Luft. Und so steht mitten in Sollio ein kleiner Stall voller Hanf. Zu Füßen des Dorfes Sollio liegt der kleine Ort Castasegna. Hier werden die Kräuter und Blumen weiterverarbeitet. Zu Cremes, Shampoos oder Massageölen. Es sieht ein wenig aus wie ein Alchemistenlabor. Heute hat mit Hexenküche eigentlich nichts zu tun. Mit Hexenküche hat das nichts zu tun. Das ist unser rotes Gold, unser Johannesöl, was auf natürliche Art und Weise gewonnen wird. Das bedeutet, es ist alles Bio. Das Johanniskraut stammt aus dem Wildwuchs, ohne Pestizide oder dergleichen. Also da ist da kein Pestizid, nichts ist da drüber, oder? Sogar der Reifungsprozess ist natürlich. Mehrere Wochen liegt das Johanniskraut im Öl an der Sonne, bevor es gefiltert wird. Es gibt noch eine Menge solcher Sachen, die einfach in Vergessenheit gegangen waren. Es gibt noch eine ganze Menge solcher Traditionen, die einfach in Vergessenheit geraten sind oder die man ganz bewusst nicht mehr machte, weil man modern sein wollte. Es sollte auch mechanisch und schneller und dadurch besser werden. Ich aber glaube ja, unsere Väter und Mütter haben das damals schon richtig und eben besser gemacht. Ist natürlich in meinen Augen besser gewesen. Das Wissen der Alten wird hier eben noch erhalten. Castasegna ist das letzte Dorf im Bergell. Auf das Postauto wartet wieder eine enge Straße. Ohne mit der Wimper zu zucken, manövriert Crameri den Bus an den alten Fassaden vorbei. Zeit hochzugucken hat er keine. Schade eigentlich, denn dort oben auf den Dächern findet man eine weitere Bergeller Tradition. Mauro Fumagalli ist einer der wenigen, die noch wissen, wie es geht. Das Decken der alten Dächer mit schweren Steinplatten. Bis zu 45 Kilogramm wiegt eine Platte. Er sollte also wissen, welchen Stein er wohin schleppt. Passt eine Platte, wird Nägel mit Köpfen gemacht. Anstrengend ist seine Arbeit immer. Nur gut, dass heute die Sonne mal nicht scheint.
Oggi è perfetto. Bello fresco. Heute ist es perfekt. Schön kühl, ohne Sonne, nicht so mühselig. Heute arbeitet es sich gut. Wenn es regnet oder im Winter, wenn auf dem Dach eine Eisschicht liegt, wird es gefährlich. Fast unmöglich dann zu arbeiten. Das lohnt sich dann nicht. Heute ist der perfekte Tag, ein Steindach zu legen. An einem perfekten Tag wie diesem schafft Mauro Fumagalli fast eine ganze Reihe zu legen. Wie bei einem Puzzle setzt er Platte für Platte zusammen und hilft manchmal etwas nach. Diese Steinplatten kommen alle hier aus der Gegend. Der Stein heißt Rheinquarzit und wird aus diesen Bergen hier geschlagen. Je nachdem, woher genau er stammt, kann seine Farbe etwas unterschiedlich sein. Der Stein ist ziemlich weich im Vergleich zu anderen. Man kann ihn also gut bearbeiten, weil er geschichtet ist. Alle Steinplatten kommen hier aus den umliegenden Bergen und werden somit nie ausgehen. Es mangelt aber an Dachdeckern. So hat er noch keinen Nachfolger gefunden. Die Anforderungen sind einfach zu hoch. Es braucht ein gutes Auge, Erfahrung, Geduld. Und es muss dir gefallen, denn es ist ein harter Job, sehr hart. Wenn du abends nach Hause kommst, bist du... In Castasegna geht das Bergell zu Ende. Bis zur Landesgrenze sind es noch genau 2 Kurven. Ciao. Jetzt sind wir schon in Italien. Bella Italia. Schön, aber auch anders. Ich kann nicht sagen, dass sie hier undiszipliniert seien, aber doch verschieden. Sie kennen hier zwar die Verkehrsregeln, aber beim Umsetzen hapert es. Es gibt Sicherheitslinien, überholt wird aber trotzdem und Fahrverbote werden ignoriert. Darüber aufregen lohnt sich nicht. Er bleibt gelassen. Um ehrlich zu sein, habe ich ja eine italienische Mentalität. So versuche ich natürlich pünktlich zu sein, aber manchmal geht es halt nicht. Dann muss man eben den nächsten Zug nehmen. Ich bin da sehr flexibel. Was ich heute nicht schaffe, mache ich eben morgen. Und doch, pünktlich erreicht der Palm Express den Comasee. Nächster Halt, Menaggio. Wenn der Tag in Menaggio zu Ende geht, fängt für einen hier die Arbeit erst an. Luigi Dosi ist einer der letzten Fischer auf dem Comasee. So viel wie sein Vater holt er zwar nicht mehr aus dem Wasser, aber es reicht, um die Familie zu ernähren. Vor allem Fällchen gehen dem Fischer ins Netz.
Aber was so einfach aussieht, braucht viele Jahre Erfahrung. Man muss eigentlich aus einer Fischerfamilie stammen, um diese Arbeit machen zu können. Das kann man nicht einfach so lernen. Man muss eine Menge Sachen wissen. Wie umgehen bei Sturm? Was machen die verschiedenen Winde? Du musst wissen, ob es sich abends lohnt, auf den See rauszufahren oder ob es besser ist, zu Hause zu bleiben. Wer sich nicht auskennt und trotzdem fischen geht, verliert die Netze oder macht sie kaputt. Die Netze schwimmen dann mit den Strömungen mit und landen plötzlich an den Stränden oder sinken auf den Grund. Dann ist es eh vorbei. Bei Sonnenaufgang, nach 5 Stunden auf dem See, geht es zurück in den Hafen von Menanjo. Während die meisten hier noch schlafen, beginnt der zweite Teil von Luigi Dorsis Arbeitstag. In seinem Fischladen direkt an der Uferpromenade wird der frische Fang erstmal gewogen. Das sind 8,5 Kilo. Und dann gesäubert und filettiert. Dabei hilft ihm seine Frau. So früh morgens gleich Fisch zu verarbeiten, macht ihr nichts aus. Und das, obwohl sie hochschwanger ist. Ich habe schon 3 Kinder, 2 Jungs und ein Mädchen. Und jetzt kommt noch ein Junge. Da wird ja wohl ein Fischer darunter sein. Angefangen habe ich als Frau des Fischers. Aber ich will selbst Fischerin werden. Ich habe vor 6 Monaten mit der Ausbildung angefangen. Und ab Januar bin ich dann ganz offiziell Fischerin mit Lizenz und kann selbst mit dem Boot aufs Wasser fahren. Machst du mir mal auf, Liebling? Fällchenfilets sind eine Delikatesse und werden vor allem von den Restaurantbesitzern rund um den Comasee gekauft. Nach dem Filetieren beginnt das Ordnen der Fischernetze. Eine Geduldsarbeit. Auch das muss gelernt sein als angehende Fischerin. Aber zusammen geht eh alles besser. Und Teamarbeit ist das Geheimnis ihres Eheglücks. Als die Kinder noch nicht da waren, hat er mich nachts im Boot auf den See geführt. Schön war das. Wobei, wenn ich darüber nachdenke, hat er mich arbeiten lassen. Zusammen haben wir dann die Fische aus dem Netz geholt. Aber eins muss ich gestehen, ich esse keinen Fisch. Das mache ich alles aus Liebe. Eine Fischerin, die keinen Fisch mag. Viel schlimmer aber ist, hat er euch eigentlich gestanden, dass er nicht schwimmen kann? Und er sagt mir immer,
Sollte ich in den See fallen, gehe ich eh unter mit all den schweren Kleidern und den Stiefeln, auch wenn ich schwimmen könnte. Bringt also nichts, schwimmen zu lernen. Wenn der See still ist, wie letzte Nacht, dann schlafe ich ruhig. Aber wenn Wind aufkommt oder ein Gewitter sich anbahnt, starre ich nachts auf den Wetterbericht und schreibe ihm Nachrichten. Aber er meint dann nur, ich kann deine Nachrichten nicht lesen. Bin total eingewickelt in meinen Regenklamotten. Ein Glück, dass die Wetterprognosen für heute schön sind. So schön, dass sogar der älteste Sohn mit aufs Boot darf, um die Netze wieder auszulegen für die Nacht. Das Postauto muss weiter und verlässt den Comersee zurück in Richtung Schweiz. Sofern Eriko die Kurve schafft. In der Schweiz erwarten ihn dann ein paar Tunnel und die Aussicht auf den Luganersee. Hier unten sind die Grotti, Restaurants mit Fischspezialitäten. Die können wir aber gerade nicht sehen, sind hier unten versteckt. Zum Essen bleibt ihm aber leider keine Zeit. In 5 Minuten kommen wir am Bahnhof von Lugano an. Wir sind zwar aus der italienischen Schweiz, aber dann doch pünktlich wie die Schweizer. Lugano ist die Endstation des Palm Express. Wer noch nicht genug hat vom Reisen, der steigt auf das Kursschiff um, das die versteckten Grotti am Seeufer anfährt. Grotti sind bekannt für ihre typische Tessiner Küche, auch wenn das nicht immer so war, was aber nur die Einheimischen noch wissen. Die wahren Grotti waren keine solchen Restaurants wie heute. Das wahre Grotto war einfach ein Treffpunkt nach der Arbeit. Oder für die Sonntagsspaziergänge. Im ursprünglichen Grotto, das es heute gar nicht mehr gibt, gab es nur Hauswein, Limonade und Grappa. La gazzosa e il grappino. Es gab keinen Kaffee, kein Mineralwasser, nichts. Zu essen gab es nur Salami, Käse, Schinken und wenn es kalt war, Minestrone. Das war's. Sobald aufgegessen und der Wein leer getrunken ist, bringt das Schiff die Gäste zurück nach Lugano. Von wo der Palm Express am nächsten Tag wieder zurück nach St. Moritz fährt. Natürlich pünktlich.
8 Uhr morgens in Meiringen im Berner Oberland. Die Fahrt der Postautolinie 164 beginnt. Am Steuer sitzt Christian Eckler. Seit 22 Jahren arbeitet er als Postautochauffeur. Ja, geschätzte Fahrgäste, ich möchte Sie den Land noch recht herzlich begrüßen im Postauto für die Fahrt von Meiringen bis ins Schwarzwaldau. Die Route ist für ihn noch immer etwas Besonderes. Die sogenannte Rosenlaui-Linie führt von Meiringen durch das malerische Reichenbachtal bis zum Bergweiler Schwarzwaldalb. Dort gibt es einen Bus- und Fahrerwechsel. Die Linie 128 setzt die Fahrt fort, über den Pass Große Scheidegg bis nach Grindelwald. Sehr gerne fahre ich die Strecke. Die ganze Herausforderung an der Strecke hat so ein bisschen Nervenkitzel, sage ich einmal. Da muss man wirklich jedes Mal wieder voller Einsatz zeigen und dann klaren Kopf behalten und das Bestmögliche daraus machen. Erster Halt ist an der Talstation der Reichenbach-Fallbahn. Die historische Standseilbahn wurde bereits 1899 in Betrieb genommen. Einer der Fahrgäste ist Michael Mehr, ein glühender Verehrer von Sherlock Holmes. Für den Meisterdetektiv, so wollte es sein Schöpfer Sir Arthur Doyle, war der Reichenbach-Fall ein schicksalshafter Ort. Sieht ja heute noch fast so aus wie vor 120, 150 Jahren. Und Doyle hat ja beschrieben, wie die Gischt aufsteigt wie Rauch aus einem brennenden Haus. Und das trifft sehr gut. Die Beschreibung stammt aus Doyles 1893 erschienener Kurzgeschichte »Das letzte Problem«, in der Sherlock Holmes am Reichenbach-Fall auf dramatische Art und Weise den Tod findet. Für Fans des Meisterdetektivs ist ein Ausflug zu der mächtigen, 120 Meter hohen Kaskade daher fast schon ein Muss. An der Bergstation der Reichenbach-Fallbahn hat das Sherlock-Holmes-Museum in Meiringen nun eine weitere Holmes-Gedenkstätte eingerichtet. Der Berner Rechtsanwalt Michael Mehr war bei der Gestaltung beteiligt. Schließlich ist er der Vorsitzende der Schweizer Sherlock-Holmes-Gesellschaft. Das hat eigentlich mit dem Lesen begonnen, Abenteuergeschichten und dann erste Krimis und dann kommt man unweigerlich irgendwann mal zu Sherlock Holmes. Und wenn man dann als 10-, 12-jähriger Schweizer Junge liest, dass der Held dieser Geschichten, dessen Biografie man verfolgt, gar nicht weit von dort, wo man lebt und aufgewachsen ist, dann stirbt und die Welt verlassen haben soll, dann ist das ein besonderes Faszinosum. Und da hat es dann irgendwo Klick gemacht und mich seither auch nicht mehr losgelassen. In dem kleinen Museum gibt es eine Abbildung vom Kampf Holmes mit seinem Erzfeind Professor Moriarty. Aus den Angaben in Doyles Roman lässt sich darauf schließen, wo genau an dem tosenden Wasserfall sich dieser Kampf um Leben und Tod abgespielt haben muss. Hierher pilgern die Holmes-Gläubigen. Und hier schaudern sie bei der Vorstellung, wie der Detektiv und sein Widersacher gemeinsam in die Tiefe stürzten. Eine Gedenktafel erinnert an die fiktive Begebenheit, durch die Sir Arthur Doyle seinen Romanhelden sterben ließ. Sherlock Holmes hat Conan Doyle zur Berühmtheit gebracht. Und dieser Erfolg war ihm in dem Sinne unangenehm, weil er das Gefühl hatte, dass ihn dieser Sherlock Holmes davon abhalte, wirklich gute Literatur zu schreiben. Und er musste sich von der Figur befreien, damit er wieder Raum und Platz hatte, das zu schreiben, was er eigentlich wirklich wollte, primär historische Romane. Und ich glaube, das war einer dann dieser berühmten Zufälle, als er die Schweiz bereiste und diesen Reichenbach-Fall gesehen hat, hat er dann auch in sein Tagebuch notiert, Killed Holmes. Also da kam ihm die Idee, das wäre eigentlich ein richtiges Grab oder ein ehrenwertes Grab für Sherlock Holmes.
Wenige Jahre später ließ der Autor Sherlock Holmes wieder auferstehen und noch viele weitere knifflige Fälle lösen. Aber das ist eine andere Geschichte. Meiringen jedenfalls lebt nicht schlecht mit dem Kult um die britische Spürnase. Am Bahnhof ist der nächste Stopp für Chauffeur Christian Eckler. Auf der Rosenlaue-Linie zur Schwarzwaldalb macht das Postauto seinem Namen noch alle Ehre. Jeden Morgen holt der Fahrer Briefe, Pakete und Zeitungen für die Hotels und Restaurants, die auf der Strecke liegen. Auch Lebensmittel werden auf Bestellung geliefert. Gemüse, Milch und Brot. Die Rosenlaue-Linie gehört zu den spektakulärsten Postautorouten der Schweiz. Kurz hinter Meiringen ist es vorbei mit der Fahrt auf breiter Bundesstraße. Von nun an geht es steil bergauf. Immer am Reichenbach entlang. Also, wir sind im Reichenbachtal, bei der Seite Reichenbach überqueren. Links und rechts ist Schlucht und Wasser. Der Reichenbach, der dem Tal seinen Namen gab, ist ein 12 Kilometer langer Zufluss der Aare. Er entspringt auf der großen Scheidegg in etwa 2000 Meter Höhe. Jetzt kommt das Horn des Postautos mit seinem berühmten Dreiklang zum Einsatz. Denn die Straße ist schmal und der Gegenverkehr will gewarnt sein. Die Straße ist seit 30 Jahren immer dieselbe. Und die Autos werden immer wie grösser, wie breiter, wie mächtiger. Und die Straße bleibt immer gleich. So wird das Manövrieren für manch Autofahrer zum Problem. Viele Automobilisten und Automobilistinnen, die einfach nicht wissen, wie groß das ihr Fahrzeug ist. Und dann gibt es manchmal, dass sie aussteigen und dann dürfen wir die Autos beiseite stellen und dann geht's weiter. Vor einer Woche hatte ich hier oben eine Frau, genau hier. Die kam oben herabzufahren mit einem Van. Hatte volle Kinder, also das Auto war voll mit Kindern besetzt. Und die sagten ihr, wie sie fahren muss. Und die hat nur noch am Steuerrad gedreht, einmal so und einmal so. Und dann war fertig. Die war hier gestanden. Dann hatte ich das Postauto hier hergestellt, bin ausgestiegen, zu ihr gelaufen. Und dann sind wir zusammen rückwärts hochgefahren. Ja, Sachen gibt's. Immer wieder ertönt das Posthorn. Jetzt benutze ich es dann wieder, weil hier ist eine unübersichtliche Sache. Der Geländewagen hat die Warnung vernommen und vor der Kurve gewartet. Doch ein Passieren ist hier nicht möglich. Es bleibt nur das Einlegen des Rückwärtsgangs, denn das Postauto hat immer Vorfahrt. Der macht es perfekt. Man dankt. Aber der Anhänger ist ganz, der Chip ist ganz, das Postauto bleibt ganz. Das ist alles das Wichtigste. Die Fahrt führt durch das malerische Reichenbachtal. Die meisten Passagiere sind Touristen, die die Schönheit der Natur genießen wollen. Doch heute haben einige der Fahrgäste anderes im Sinn. Silvia Kappeler, Simon Weiß und Robert Schäble sind an der Haltestelle Zwirgi ausgestiegen. Vor ihnen liegt ein etwa 20-minütiger Fußmarsch entlang des Reichenbachfalls. Ihr Ziel ist das alte Wasserkraftwerk Schattenhalb 2. Marcel, hallo. Hier sind sie mit dem Mechaniker Marcel Michel verabredet.
Gut. Gemeinsam wollen sie heute die fast 100 Jahre alten Turbinen des Kraftwerks in Augenschein nehmen. Denn das 2010 stillgelegte Werk soll wieder in Betrieb genommen werden. Als Industriedenkmal. Schließlich ist es eine der wenigen noch vollständig im Originalzustand erhaltenen Anlagen aus der Pionierzeit der Schweizer Wasserkraftnutzung. So ist gut, merci. Ja, ja, wenn es dann passt, schon, ja. Die Turbinen, so scheint es, könnten problemlos reaktiviert werden. Ich bin ja Wasserkraftingenieur und die Maschine ist für mich jetzt eigentlich nicht de facto alt. Es ist eigentlich Stand der Technik. Also eine Peltonturbine, wenn ich die heute kaufen würde, würde genau gleich aussehen. Da hat sich gar nichts Weltbewegendes geändert. Die Architekten Silvia Kappeler und Simon Weiß haben die Stiftung Kraft und Wasser gegründet, mit der sie Geld für die Erhaltung der historischen Industrieanlage sammeln. Dieses spezielle Kraftwerk hier, wo noch alles vorhanden ist, sollte man nicht einfach wegmachen, weggehen. Man sollte es doch wieder zurechtmachen, zeigen, wie so Elektrizität gemacht wird. Das sind alte, wertvolle Stücke. Es berührt mich auch jetzt, wenn ich es anfassen darf. Da haben sehr viele Menschen dran gedacht, gearbeitet. Es lohnt sich, das den Kindern weiterzugeben. Ich hatte einmal einen kleinen Knabe, der hat sich so interessiert, als wir da waren, hat mich dann schon motiviert. 2016 sollte das Werk abgerissen werden. Doch dann hat es die Stiftung für einen symbolischen Franken von der Bernischen Kraftwerk AG übernommen. Es ist ein Wagnis. Es gibt auch oft schlaflose Nächte, muss man sagen, ja. Aber es hat hier alles so gepasst mit dem einzigartigen Standort. Das Zusammenspiel mit dem Wasserfall, der Standseilbahn und dem Kraftwerk, das wird ein einzigartiges Ensemble. Ein Museum, das man nur wie jetzt hinguckt und die Maschinen vielleicht noch berührt, das ist für ein Industriedenkmal zu wenig. Es muss funktionieren, so wie eine Dampflokomotive. Deshalb wird der Zustand der alten Maschinen genau kontrolliert. Eine sogenannte Magnetpulverprüfung unter UV-Licht zeigt, ob die Turbinen Risse haben. Von solchen modernen Methoden konnten die Erbauer der Anlagen damals nur träumen. Schaufel Nummer 11. Bis jetzt ist gut. Das gibt einem schon Ehrfurcht. Ja. Und auch die Berechnerei, was die alles berechnen mussten. Alles auf Papier und mit Rechenschieber. Heutzutage, ja, hast du einen Taschenrechner, hast einen PC, hast Excel. Es ist irgendwelche Simulationssoftware. Ja, es ging damals genauso. Und doch. Also ich glaube, meine Generation Ingenieure hat schon Ehrfurcht vor den alten Ingenieuren vor 100 Jahren oder noch früher. In wenigen Monaten soll das alte Wasserkraftwerk wieder Strom liefern. Das Postauto schlängelt sich mühsam die Serpentinen in Richtung Schwarzwaldalp hinauf. Mit dem etwa 11 Meter langen Gefährt die engen Kurven zu nehmen, erfordert Maßarbeit. Man muss einfach die Kurven von Anfang an alles holen gehen, wie wir so schön sagen. Schön ausfahren und ja nicht die Kurven schneiden. Wenn man dann meint, man beherrsche es, man könne es, dann kommt dann die Routine, die gefährliche Routine, nicht? Und man muss sich jedes Mal wieder bei der Nase nehmen und sagen, so, und jetzt musst du genau fahren und dann ist kein Problem. Und hier ist auch wieder so eine schöne Kurve. Dann ist dann auf der rechten Seite die Leitplanke und auf der linken Seite ist die Mauer. Und wenn ich da jetzt nicht alles hole, dann bin ich hinten in der Wand. Und das kostet Geld. Das kostet immer sehr viel Geld. Wir beim Postauto dürfen ein blaues Formular ausfüllen. Mit dem Kursnummer und der Zeit und dem Ort. Und dann dürfen wir sagen, warum und wieso, dass wir jetzt einen Schaden gemacht haben. Und das ist da so ein bisschen eine Ehrensache von jedem Postchauffeur,
dass er nicht so viele Zettel ausfüllen muss. 3 bis 4 dieser Zettel seien es bei ihm im Laufe der Jahre gewesen, sagt Christian Eckler. Manch ein Fahrgast verträgt die engen Kurven und steilen Abhänge nicht. Und wenn man so sitzt im Auto, sieht es manchmal so ein bisschen gespenstig aus. Manchmal werden sie bleich und still und stumm und steigen dann bei der nächsten Gelegenheit wieder aus. Tolle. Wer durchhält, erreicht das Reichenbachtal, auch Rosenlauital genannt, mit einzigartigem Blick auf Wetter und Wellhorn. Silvia Stofer ist aus Zürich angereist. Sie arbeitet für die Eidgenössische Forschungsanstalt für Wald, Schnee und Landschaft. Die Botanikerin kommt wegen der Berg-Ahornweiden. Alte, vom Menschen geschaffene Kulturlandschaften, die durch den Nutzungswandel in der Landwirtschaft immer seltener werden. Im Rosenlauital sind noch rund 600, oft uralte und bis zu 40 Meter hohe Berg-Ahorne erhalten geblieben. Die Bäume sind Lebensraum für eine Vielzahl von Tieren, Pilzen und Pflanzen. An Stamm und Ästen eines einzigen Ahorns können jeweils etwa 60 verschiedene Moos- und Flechtenarten vorkommen. Silvia Stofer interessiert sich vor allem für die große Lungenflechte. Hier sehen wir, da oben beginnt es und hier geht es weiter bis da drüben. Das ist die große Lungenflechte. Diese metallösen Strukturen hier, die so hellgrüne Lappen bilden. Es sind spezielle Flechten. Das sind Flechten, die wachsen erst auf alten Bäumen, sehr alten Bäumen. Und es scheint, dass der Schritt von einem Baum dann zum nächsten alten Baum, von einem sehr alten Baum zum nächsten alten, auch schon sehr alten Baum, nicht ganz einfach ist, dieser Schritt für die Flechte. Die große Lungenflechte gibt es nur noch an 6 Standorten in der Schweiz. Sie steht auf der roten Liste der stark gefährdeten Arten. Neben der forstwirtschaftlichen Nutzung der Wälder sind Luftverschmutzung und saurer Regen dafür verantwortlich. Und die komplizierte Fortpflanzung der Flechte. Also, ich habe jetzt hier gesucht, ob ich kleine Fruchtkörperchen finde. Also, das sind die Fruchtkörperchen hier, diese braunen Scheiben. In den Fruchtkörperchen bildet der Pilz Sporen. Die fliegen dann weg, wenn sie reif sind, landen irgendwo in der Umgebung. Und wenn dann in der Nähe die richtige Alge ist, dann kann wieder eine Flechte gebildet werden. Um das Überleben der Art zu sichern, hilft die Botanikerin nach. Vorsichtig trennt sie winzige Teile der Flechte von der Baumrinde ab. Diese will sie nun auf einen anderen Bergahorn transplantieren. Ein Vorhaben, das nur unter ganz bestimmten Bedingungen gelingen kann. Das ist ein bisschen tricky, weil die Heftklammern, wenn das ganz frisch weg ist, die Rinde, dann kriege ich die fast nicht rein, beinahe nicht rein. Und am besten kriege ich sie rein, da wo die Rinde sich löst. Aber das will ich ja auch nicht. Also ich suche so einen Ort, der gut ist. Entweder hier in den Moosen oder hier ist gut. Ist ein geeigneter Ort gefunden, wird der abgetrennte Lappen der Flechte an der Rinde angebracht. Mit handelsüblichen, rostfreien Heftklammern. Silvia Stofer hat dieses Verfahren bereits mehrmals angewandt. Mit großem Erfolg. Die große Lungenflechte ist besonders einfach. Die wächst rundherum, um diesen Thallus rum, bildet sie wieder. Überall kann sie wieder kleine Lappen bilden. Und das macht sie mit der Zeit.
Und die Flechter nehmen alles über die Luft auf, Feuchtigkeit, Wasser oder wenn es regnet vom Stamm. Die brauchen nichts vom Baum, die halten sich nur fest hier im Moos. Flechten wachsen generell eher langsam. Wenn es gut läuft, dann habe ich gesehen, dass in 7 Jahren ist sie vielleicht so. Wenn ich den Kleinstandort gut getroffen habe. In einem Jahr wird die Botanikerin wiederkommen und schauen, ob die Lungenflechte auch wirklich gewachsen ist. Das Postauto nähert sich derweil Rosenlaui, der kleinsten Ortschaft der Schweiz, mit ihrem historischen Hotel. Am Reichenbachtal, das ist so wie eine Familie, mit den Hotels und den Serviertöchtern und weiss ich was alles. Wir schauen aufeinander, wir helfen einander, es ist einfach richtig familiär. Chauffeur Christian Eckler hat heute Gemüse und Milch mitgebracht. Sehr zur Freude von Hotelchefin Christine Kehli. Hallo. Grüezi wohl, Frau Gnädige. Was? Gern und gut, selber auch. Wünsche dir einen schönen Tag. Kann ich auf alle Fälle. Oh, ja. Und geschnäuset haben wir auch so schon. Ja, jetzt habe ich schon teilt. So. Das Hotel Rosenlaui ist ein reines Familienunternehmen. Christine Kehrli und ihr Mann Andreas führen gemeinsam mit Sohn Jakob die Geschäfte. Das Hotel ist gut gebucht. Die Saison dauert von Mai bis Oktober. In den Wintermonaten bleibt es geschlossen. Die Geschichte des Hotels erzählt von den Anfängen des Tourismus in der Schweiz. 1771 wurde in Rosenlaui eine Schwefelquelle entdeckt und für den Kurbetrieb genutzt. Goethe, Nietzsche und Tolstoi waren einige der berühmten Gäste. Im Jahre 1960 kam das traditionsreiche Haus in den Besitz von Ernst Kehrli. Er ist ein Sozialist gewesen. Und er konnte das überhaupt nicht ertragen, dass da noch so eine alte Standesgesellschaft gegolten hat. Es hat noch Engländer gehabt, die haben sich jedes Mal, wenn ein Mitarbeiter gekommen ist, haben die sich da so abgedreht, weil das waren Unberührbare, die durfte man nicht anschauen. Und er fand das alles eklig. Er hat das oft gesagt, wir brauchen ein neues Verständnis von Gastronomie. Nicht der Gast ist König, nicht wer zahlt, befiehlt. Sondern eine auf Augenhöhe begegnen sich Gastgeber und Gast. Und das würde allen wohlbekommen und zu einer schönen und freundlicheren Gastronomie führen. Heute ist das Hotel vor allem bei Wandergruppen beliebt. Die Besucher schätzen die einzigartige Lage und das nostalgische Flair. Die Kehrlis wollen Geschichte erlebbar machen. Deshalb behalten sie den ursprünglichen Stil des Hauses bei. Simona! Ja? Hallo. Jedes der 25 Gästezimmer ist ein Original. Bad, Dusche und WC gibt es nur auf dem Flur. Entstanden ist das alles eher ein bisschen aus der Not. Wir haben das Haus übernommen nach dem Tod meiner Schwiegermutter und es war einfach noch sehr im Originalzustand. Und man hat uns damals gesagt, jetzt müsst ihr alles neu machen, jetzt müssen da Duschen, WCs rein. Und wir hätten das Geld gar nicht gehabt. Es ist uns gar nichts anderes übrig geblieben, als die ursprüngliche Schönheit vom Haus versuchen, einfach noch mehr hervorzubringen. Und das ist dann eigentlich sehr gut angekommen bei unseren Gästen. Die Einrichtung zeugt von viel Liebe zum Detail. Antike Waschschüsseln, historische Badarmaturen, Trompe-l'œil-Tapeten. Das Hotel wirkt auf liebenswerte Art aus der Zeit gefallen. Mittlerweile ist es einfach zum Erfolgsrezept geworden hier. Dass man eintauchen kann in eine Zeit, wo es halt vielleicht wirklich noch ein bisschen ruhiger zu und her ging, wo man nicht so schnell unterwegs war, wo man vielleicht auch nicht immer
alles immer sofort wusste, wo man sich ein bisschen Zeit genommen hat und wo man einfach auch Räume und Landschaften erlebt hat. Im Salon und der Bibliothek geht es ruhig zu. Die Gäste unterhalten sich, spielen Schach oder lesen ein Buch. WLAN und Fernseher gibt es im Aufenthaltsbereich nicht. Die Benutzung von Handys, Laptops und Fotoapparaten ist verboten. Es war so, dass vor allem mit dem Einzug des Smartphones sich in relativ kurzer Zeit die Stimmung vor allem im Aufenthaltsbereich und im Speisesaal verändert hat. Und das in unseren Augen nicht zum Positiven. Und wir haben viel diskutiert, wie wir damit umgehen wollen. Ich bin als Kind hier schon viel rumgesessen, auch mit Gästen, habe Schach gespielt, habe Karten gespielt mit meinen Freunden. Und das ging verloren. Wir wollten schlussendlich irgendwie diese Atmosphäre konservieren. Immer dienstags veranstalten die Kierlis eine Soiree mit Live-Musik. Tochter Hanna macht ihre Mutter für den Auftritt zurecht. Christine Kierlis liebstes Hobby ist das Jodeln. Sie leitet eine der wenigen Frauenjodelgruppen in der Schweiz, die Engelhoren. Chauffeur Christian Eckler tritt regelmäßig im Hotel Rosenlaui auf. Die Soirees sind immer sehr schön. Weil ich singe selber in einem Männerchor. Seit vielen Jahren. Seit vielen Jahren der Jüngste. Wir haben Nachwuchsprobleme, aber das ist überall so in den Vereinen. Und wenn wir da singen dürfen, ist das immer ein Highlight für uns. Wenige Meter vom Hotel entfernt liegt die nächste Sehenswürdigkeit. Die Rosenlaui-Schlucht. Im Laufe von Jahrtausenden hat sich das Gletscherwasser hier tief in den Kalk- und Schieferfelsen eingeschnitten. Die Schlucht ist Teil des UNESCO-Welterbes Schweizer Alpen-Jungfrau Aletsch. Rund 20.000 Besucher kommen im Jahr hierher. Ihr Weg führt sie vorbei an spektakulären Wasserfällen, geheimnisvollen Grotten und bizarren Felsschliffen. Ein Kunstwerk der Natur. 600 Meter lang und bis zu 150 Meter tief. Der Job von Markus Ecker und Rödi Kohler ist es, die Sicherheit der Besucher zu gewährleisten. Ja. Hallo. Salut. 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 Ihr Chef Hans-Rödi Kohler weist sie ein. Heute gilt es, eine der steilen Schluchtwände auf lockeren und porösen Fels hin zu kontrollieren. Ja. Markus Ecker hat eine spezielle Ausbildung absolviert. Arbeiten am hängenden Seil.
Etwa 70 Meter tief ragt die Wand an dieser Stelle senkrecht ins Tal. Mit einem Brecheisen sucht der Kletterer nach losem Gestein. Der Fels, das ist mit der Witterung und mit der Kälte und der Wärme arbeitet das. Und dann kann das passieren, dass das einzelne Stellen loslöst und die müssen weg. Das ist der Fels, ist nicht, wenn man so an eine Felswand schaut, ist man der Meinung, das ist starr, das ist fest. Aber auch in einer Felswand gibt es immer Verschiebungen und es ändert sich immer ein bisschen am Fels. Hans-Ohr Dikola und Markus Ecker stehen im steten Funkkontakt. Der Felsreiniger hat schon einige Erfahrung. Seit 2 Jahren seilt er sich regelmäßig in die Schlucht ab. Trotzdem ist der Job gefährlich. Es gibt 2, 3 Regeln, die er ganz klar beachten muss. Er muss erstens die Knoten, die er macht, muss er beherrschen, die müssen sitzen. Und dann auf seine eigene Sicherheit achten, indem er sehr, sehr genau von oben nach unten arbeitet, die losen Stellen reinigt, damit nicht auf einmal ein loser Stein runterkommt und ihn trifft. Mit Werkzeug und viel Muskelkraft bringt der Kletterer den losen Fels zum Absturz. Natürlich ist die Schlucht während der Arbeiten aus Sicherheitsgründen für den Publikumsverkehr geschlossen. Nach ein paar Stunden ist die Wand gereinigt. Die Besucher können kommen. Auf der Postautoroute ist heute mehr Verkehr als üblich. Heute ist Alpauffahrt. Und die Kühe gehen im Sommer auf die Alp hoch, in die Ferien, sage ich jetzt einmal. Und den Fahrplan muss man heute vergessen. Vor 20, 30 Jahren wurden sie alle zusammen zu Fuß unterwegs. Und heute werden sie geführt. Etwa 3 Monate bleibt das Vieh auf der Alp. Im September wird es zurück ins Tal gebracht. Das Postauto der Linie 164 nähert sich der Schwarzwaldalp. Für Chauffeur Christian Eckler und die Passagiere ist hier Endstation. Die Weiterfahrt nach Grindelwald übernimmt ein anderes Unternehmen. Die Grindelwald Bus AG. Ein neues Postauto, ein neuer Fahrer. Grüß dich. Wie geht's dir? Gut. Schön. Sami Zumbrunn und Christian Eckler stammen aus demselben Dorf und kennen sich seit ihrer Kindheit. Also, mach's gut, Sami. Ciao, Grigo. Tschüss. Ciao, ciao, ciao. Während Eckler nach einer Pause nach Meiringen zurückfährt, setzt Zumbrunn in Kürze die Fahrt nach Grindelwald fort. Viele Fahrgäste besichtigen auf der Schwarzwaldalp das alte, mit Wasser betriebene Sägewerk. Es wurde 1896 erbaut und ist noch immer in Betrieb. Säger Andreas Lux behandelt die historische Anlage mit Bedacht. Wir wollen ja nicht schnell sein, wir wollen möglichst noch lange da sein. Und darum sagen wir vorsichtig. Der ist 125 Jahre alt und darum können wir da nichts festdrücken. Schön vorsichtig. Von 1970 bis 2000 stand das Werk still und verfiel langsam. Durch eine gemeinnützige Stiftung wurde es vollständig restauriert. Seitdem läuft die Säge wieder, so präzise wie am ersten Tag.
ein Millimeter daneben, zwei, drei. Ganz exakt. Wenn es nicht exakt kommt, dann ist der Säger schuld, aber nicht die Säge. Nein, die geht von vorne bis hinten genau, Millimeter genau. So wurde der kleine Betrieb als Zeuge der technischen Entwicklung für die Nachwelt erhalten. Für Chauffeur Sami Zumbrunn ist es Zeit. Eine knappe Stunde dauert die Fahrt der Linie 128 von der Schwarzwaldalb bis nach Grindelwald. Werte Gäste, ich möchte euch recht herzlich begrüßen. Ich wünsche Ihnen eine gute, schöne Fahrt. Die Straße wird nun noch schmaler und steiler als zuvor. Deshalb ist sie für den motorisierten Verkehr gesperrt. Einzig der gelbe Bus darf hier verkehren. Die Fahrt hinauf zur Großen Scheidegg führt durch eine imposante Gebirgslandschaft. Die Schönheit und Ursprünglichkeit der Natur beeindruckt auch den Chauffeur jedes Mal aufs Neue. Also für mich ist es einfach eine Königsetappe. Die Kulisse ist einfach einmalig und der Schnee, der ewige Schnee, das Eis. Man sieht dann manchmal Tiere, jetzt kommen dann die Kühe wieder und die Murmeltiere sieht man. Es ist wunderschön. Sami Zumbrunn nennt sich auch The Singing Driver. Er ist preisgekrönter Jodler und lässt die Fahrgäste gerne an seinem Hobby teilhaben. So, werte Gäste, es ist so ein wunderschöner Samstag. Und ich bin ja der singende Busfahrer. Ich werde Ihnen jetzt ein kleines Ständlein geben. Ja! So gut unterhalten, vertragen die Passagiere auch den Blick in den Abgrund, in den engen Kurven. Ich liebe das. Wenn du die Leute hörst, dann beißen sie sich fast die Zähne aus, wenn ich da rausfahre, weißt du. Eine steile Haarnadelkurve reiht sich an die andere. Der Chauffeur bleibt die Ruhe selbst. Er fährt die Strecke seit Jahrzehnten. Das gibt es immer wieder, dass manchmal Leute sagen, ja, ich habe Angst gehabt, das darf nicht sein. Man muss einfach das Gefühl haben, der hat das im Griff, der weiß, wie das geht. Die Straße ist zwar für Autos gesperrt, trotzdem gibt es am Wochenende jede Menge Verkehr. Wir haben Hunderte von Velofahrern. Und jetzt natürlich mit den E-Bikes ist natürlich noch viel mehr Veloverkehr als noch vor 20 Jahren. Das ist natürlich auch sehr eine große Herausforderung, das zu meistern. Und die Huperei ist sehr wichtig, weil wenn da ein Velofahrer kommt, ich habe nicht gehupt, dann habe ich ein Problem. Die Große Scheidegg auf knapp 2000 Meter Höhe. Am Passübergang machen Fahrer und Passagiere eine kurze Pause. Super, schön dich zu sehen. Ich wünsche dir ganz einen guten Tag. Ja, gleichfalls beste gute Fahrt. Über den Durchstand. Tschüss.
Sami Zumbrunn genießt diese Augenblicke in idyllischer Natur. Früher hat man das viel noch genossen, geschätzt, diese Schönheit. Und jetzt mit der Digitalisierung, man muss immer Empfang haben, anstatt mal einfach schauen, da sein und dann ankommen. Die Leute kommen gar nicht mehr an. Die sind dann schon weg. Im Gedanken wollen wir schon dort und dort sein. Und das ist das, was das Ungesunde ist. Von der großen Scheidegg blickt man auf ein gewaltiges Panorama. Kaum jemand kennt die Bergwelt um Grindelwald so gut wie Peter, genannt Speedy Füllemann. Er fotografiert Landschaften und Tiere. Auf der Kante, wo der Schnee runterkommt, ist eine kleine Tanne und obendrauf sitzt er. Ein Birkhahn. Aber keine Gefährtin. Allein auf weiter Flur. Vielleicht eine Aufnahme wert. Speedy hat schon häufig Birkhähne fotografiert. Meistens während der Balz. Zu anderen Zeiten sieht man die Vögel kaum, da sie sich vorwiegend im Wald aufhalten. Also jetzt ist die Balz praktisch vorbei, aber vorher, um diese zu sichten, muss man natürlich generell in der Nacht an die Birk, auf die Balzplätze zügeln. Ich muss eher dort sein als sie. Und bei Tagesanfang kommen die, dann habe ich 10 Stück dabei manchmal. Und die kämpfen dann auch gegeneinander um die hübschen Weiber, wie bei uns auch. Aber ich darf mich kaum bewegen. Wenn die mich merken, dann ist keiner mehr da. Dann war die Mühe umsonst. Fast 40 Jahre führte Peter Füllemann ein Sportbekleidungsgeschäft in Grindelwald. Er arbeitete auch als Skilehrer, Bergführer und Strahler. Seitdem er im Ruhestand ist, widmet sich der heute 74-Jährige ganz der Naturfotografie. Seine große Leidenschaft sind Tieraufnahmen. Gämsen hat es viele hier. Jetzt haben die Junge, die sind noch nicht ganz groß. Da hatte ich die letzte Woche noch ein paar mit den ganz kleinen Kids. Kommt man auch nicht alltage zu Gesicht. Speedy Füllemann geht fast täglich in der Alpenlandschaft auf die Pirsch nach besonderen Bildern. Getreu seinem Motto, eine Kamera zu tragen, ist wie eine Freikarte für das Unerwartete. Es ist ein sehr spezieller Ort für mich, weil ich komme immer wieder hierher, weil für mich ist das ein Kraftort. Ein Kraftort bedeutet für mich die Stille, in Demut die Natur erleben, mit all den verschiedenen Tageszeiten, Lichtstimmungen. Ich habe die Sterne, die Milchstraße. Da war ich hunderte Male hier und ist jedes Mal anders. Teilweise sagt man mir nach, dass ich ein Botschafter für Grindelwald bin, mit meinen Bildern. Ich war überall, also in Patagonien ist wunderbar, aber oder Island ist, sind so Traumziele. Aber was sich hier bietet, ja, es ist, kann man eigentlich anderweitig auch nicht übertreffen. Der Fotograf hat bereits einige Bildbände veröffentlicht. Und die Gemeinde Grindelwald wirbt mit seinen Aufnahmen in Broschüren und im Internet. Sorge bereiten Speedy die Folgen des Klimawandels.
Was mich traurig macht, ist wirklich die Gletscherschmelze. Wir haben noch so viele große Gletscher, als ich auch gewachsen bin. Wir sind mit Skien über die Gletscher gefahren noch. Aber jetzt kommen mir wirklich fast die Tränen, wenn ich. Es ist nicht monatlich oder jährlich eine Veränderung, fast wöchentlich, wenn man es genau beobachtet. Das macht mich ein wenig traurig. Aber die Berge, die werden nicht vergehen. Die Wolken ziehen, die vergehen, aber die Berge bleiben stehen. Nicht nur der Naturfotograf beklagt den Rückgang des ewigen Eises. Auch für den Postautochauffeur ist die Schmelze der Grindelwaldgletscher ein wichtiges Thema. Also, werte Gäste, wenn Sie da hier auf der linken Seite schauen, das ist, wäre der obere Gletscher. Man sieht aber fast nichts mehr von ihm. 1984 habe ich hier angefangen, Bus zu fahren. Und da war der Gletscher, der obere Grindelwalder Gletscher, war bis in den Wald reingekommen. Und jetzt ist er 3 Kilometer zurückgegangen. Auf der Abfahrt von der Großen Scheidegg nach Grindelwald passiert das Postauto einen Tierpark der besonderen Art. Das ist der Vogelpark. Hier auf der rechten Seite sind Vögel, die eine Verletzung haben. Weil sie verletzt sind, könnten sie in der Natur nicht mehr leben. Der Alpenvogelpark liegt auf 1400 Meter Höhe. Hier leben etwa 50 Vögel. Die Tiere stammen überwiegend aus dem Alpenraum, wie der Auerhahn, von dem es noch rund 500 Exemplare in der Schweiz gibt. Ob Schleiereule, Kolkrabe, Mäusebussard oder Uhu, alle Vögel wurden krank oder verletzt im Park abgegeben. In der Wildnis könnten sie nicht überleben. Die tägliche Pflege der Tiere erfolgt ehrenamtlich. Im Tal, am Fuße von Eiger, Mönch und Jungfrau, liegt Grindelwald. Das Postauto nähert sich dem beliebten Wintersportort. Für mich ist einfach wichtig, dass die Leute ein wunderschönes Erlebnis haben. Die Schönheit sehen und Glückseligkeit fühlen, dass man nach Hause kommt und sagt, wow, heute haben wir etwas Wunderschönes, Einmaliges erlebt. Das ist eigentlich mein Ziel. Hier endet die Fahrt von Meiringen nach Grindelwald. Auf einer der schönsten Postautorouten der Schweiz.